Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu unserer Sendung Demokratie direkt. Wir setzen heute fort mit der Serie zu den Kandidaten der österreichischen Bundespräsidentenwahl. Und es freut mich, dass sich Dr. Tassilo Valentin bereit erklärt hat, zu uns ins Studio kommen. Und ich möchte ihn wirklich sehr herzlich begrüßen. Danke für die Einladung. Ja, freut mich, dass das so rasch geklappt hat. Ja. War ein bisschen alles sehr schnell, aber das freut uns ganz besonders, dass wir das geschafft haben. Und natürlich habe ich meinen Sparring-Partner mit Worten neben mir sitzen, der dieses Interview mit mir machen wird. Und ja, wie stellst du dir vor, dass wir das tun werden? Erstens mal grüß Gott, lieber Dr. Valentin. Danke vielmals, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Alle Beteiligten sind Unternehmer bzw. im unternehmerischen Bereich. Daher kennen Sie das Wort, aber vielleicht kennen unsere Zuschauer das Wort noch nicht. Wir werden das so aufziehen wie eine internationale Roadshow. Das heißt, wenn jemand internationales Kapital auftreiben will, macht er eine sogenannte Roadshow. Das ist nur für die Leute, die das noch nicht gehört haben. Da geht er hin, dann präsentiert er sich. Er muss sich privat vorstellen, zumindest im gewissen Rahmen. Er muss den Investoren erklären, warum sie in ihm Vertrauen setzen sollen, was er für Projekte vorhat, wie seine berufliche Vergangenheit ist und wie seine berufliche Zukunft aussehen will. Und eigentlich habe ich das mit dem Max besprochen, dass das eine ganz gute Idee wäre, mit Ihnen in einem fairen, ehrlichen und offenen Rahmen zu besprechen. Nämlich genau das in vier Teilen. Wer sind Sie? Was waren Ihre Vergangenheit? Was sind Ihre Projekte? Und was können die Österreicher, wenn sie sie wählen, von Ihnen erwarten? Also quasi, was wir heute vorhaben, ist eine Political Roadshow. Sehr gern. Ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Wirklich. Sehr gern. Ja, wir haben gestern ganz kurz noch eine Nachricht rausgesandt über Social Media und haben unsere Zuseher und Mitleser gefragt, was sie denn vielleicht für Fragen hätten. Und wir haben eine lange, lange Liste von Fragen bekommen. Wir haben einige davon ausgewählt. Da habe ich ganz unüblicherweise Bitte. Nicht frei moderiert, sondern ich habe ja. Die Fragenliste von mir und die werden wir so gut es geht abarbeiten. Bitte. Und hoffen, dass wir vor allem, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir unseren Zusehern, von denen sehr viele eigentlich von der Politik doch sehr enttäuscht sind, dass wir denen etwas mehr zeigen können als in einem typischen Fernsehinterview und den Menschen, sehr gerne. Ja. Herausholen können, damit ja. Die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Sehr gerne. Ja. In diesem Sinne wäre eine der ersten Fragen, ob Sie uns vielleicht etwas erzählen könnten über sich selbst, dass man nicht auf Wikipedia findet, sondern wo es wirklich um Ihre Person geht und was vielleicht für die Zuseher und die Wähler wichtig ist. Naja, das ist schwierig. Auf Wikipedia steht, glaube ich, einiges, so die wesentlichen Rahmen, die Stationen des Lebens. Was ist wesentlich? Ich meine, derzeit ist es so, dass ich meinen Sohn allein erziehe. Es gab eine Scheidung, ich war 19 Jahre verheiratet und einer der Buben, der Älteste, ist schon aus dem Haus. Der wollte unbedingt beim Vater bleiben. Also ich glaube, das ist das, was vielleicht weniger bekannt ist. Und dadurch sind mir auch die Nöte von Alleinerzieherinnen wirklich bewusst geworden. Das ist also eine sehr harte Aufgabe. Auf der anderen Seite wieder auch eine schöne Aufgabe. Ich erinnere mich, als er war 13, ist er mit mir im Auto gesessen, sind wir nach Hause gefahren. Dann sage ich zu ihm am Abend, du, was essen wir heute? Dann schaut er mich an und sagt, dass du dir darüber Gedanken machen musst. Du bist Mama, Papa, Koch, Chauffeur. Und das sind dann die schönen Momente. Das ist vielleicht etwas, ich bin ein Hundenarr. Ich glaube, das hat man vielleicht ein bisschen schon mitbekommen, immer schon gewesen. Überhaupt ein Tierfreund, ein großer, aber zu Hunden einen besonderen Zugang. Was mir auch zeigt, den Umgang mit den Tieren. Ich bin als kleines Kind, meine Großeltern hatten zwei Dackeln, von einem Dackel in den Popsch gebissen worden. Ich bin wirklich mit 8 Jahren, wie alt ich da war, da schreiend davongerannt und der Hund hinter mir drauf. Das waren noch Zeiten, als man gesagt hat, Gebiete, irgendwie das versorgt hat, fertig. Also ich hatte nicht den entferntesten Schock davon, sondern bin bis heute ein großer Hundefreund geblieben. Deswegen glaube ich bis heute, dass man auch Kinder in den Ängsten nicht bestärken soll oder aus vielen Dingen nicht so ein Wasser macht, sondern eigentlich darüber geht und sagt, das Leben hat nicht nur Sonnenseiten, aber ich glaube, dass die wirklich charakterfesten eines Tages im Leben sind die enttäuschungsfest werden, die sich das Dinge nicht so zu Herzen nehmen oder die sagen, das Leben besteht auch aus Niederlagen oder Rückschlägen, aber das als normal empfinden und weitermachen. Darf ich da vielleicht einhaken, weil vielleicht zum
meine Aufgabe ist, hier immer nachzuhaken. Ich bin also derjenige, der der Critical Nachfrager ist, so wie bei den Roadshows üblich. Da gibt es immer den siebten Mann, der dann immer sagt, wieso soll es überhaupt funktionieren? Ja. Da gibt es eine ganz aktuelle Frage. Ihr Sohn, nehme ich an, geht in Wien oder Niederösterreich in die Schule. Wien, ja. Das heißt, er hatte jetzt schon Schulbeginn. Ja. Haben Sie irgendwelche konkreten Erfahrungen Ihres Sohnes bekommen? War der Schulbeginn heuer normal? Wie sehen Sie den Schulbeginn und wie wird in den Schulen mit Ihrem Sohn im Moment verfahren? Wie stehen Sie zu der Art und Weise, wie wir jetzt die Schulen wieder aufgemacht haben? Das muss ich ehrlicherweise sagen, die Schule hat angefangen am Montag und diesmal war ich sehr rudimentär involviert. Durch den Wahlkampf, und es ist so, dass der Tag faktisch ja, wahrscheinlich fast 20 Stunden hat, habe ich das nicht so mitbekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Der ist in die Schule, ich habe ihn dann nur gefragt, war irgendwas, nämlich im Sinne von wegen der Kandidatur oder so. Er sagt, nein, er sagt, er wartet noch auf den Lateinlehrer, weil der ist der Typ, der solche Dinge spricht, aber sie hatten noch kein Latein. Und dessen kann ich eigentlich nichts Näheres sagen, weil das Schöne ist auch jetzt an ihm, es ist er 15, wird im November 16, dass er durch das Leben mit mir doch eine starke Selbstständigkeit hat. Also er steht in der Früh auf, fährt in die Schule, macht sich seine Angelegenheiten selbst. Also ich habe da relativ zum Glück wenig damit zu tun. Ich war nicht ein einziges Mal noch je an einem Elternsprechtag. Haben Sie irgendwas mitgekriegt? Weil meine Kinder sind alle schon aus der Schule raus, deswegen frage ich schon auch, haben Sie was mitgekriegt? Hat es Maske, hat es Test, hat es sonst irgendetwas das weiß gegeben, ich nicht. Wie die das Covid-Thema begangen haben die Woche? Das kann ich schwer sagen, weil ich da wirklich nicht involviert bin. Ich weiß nur, er hat mir am Sonntag gesagt, er hat einen Test machen müssen, weil das war irgendwie Voraussetzung für den Montag. Den hat er scheinbar gemacht, aber wie in der Schule das jetzt abläuft, ob die jetzt Masken tragen, muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht, weil er selbstständig dort ist. Und ich, wie gesagt, durch diesen Wahlkampf eigentlich haben wir gar nicht darüber gesprochen, aber es dürfte zumindest nichts Auffälliges sein, weil das hätte er mir schon berichtet. Eigentlich. Finden Sie, es ist jetzt eine sehr persönliche Frage und Sie müssen es nicht für den Sohn beantworten, aber sagen wir für seine Umgebung, haben Sie in den vergangenen 2 Jahren irgendwas bemerkt, dass das Umfeld Ihres Sohnes, dass das die katastrophalen psychischen Schäden, wir haben mittlerweile so in Österreich 50% nachgewiesenermaßen Schäden in der Jugend. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen? Wie ist da Ihre Position dazu? Weil das war halt gleich das direkte Nachhaken. Das muss ich sagen, habe ich bei ihm nicht bemerkt. Okay. Wobei er ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung ist. Jetzt sollte nicht der Eisprinzessinnenvater durchschimmern, aber der ist so, dass er eigentlich von der ersten Klasse an nur Einser hatte. Aber stolz darauf war, dass die Betreuungsnote kein Einser war, weil er gesagt hat, sonst wäre ich ein Streber. Das heißt, er ist eigentlich ein, wie man es jetzt neudeutsch sagen würde, ein Überperformer und hat aus meiner Sicht eigentlich nicht merkbar, dass da irgendwas gewesen wäre. Diese Lockdowns waren natürlich eine schwierige Zeit, aber das ist an ihm, soweit ich es beurteilen kann, verhältnismäßig spurlos vorübergegangen. Wobei ich auch sagen muss, er ist ein ziemlich robustes Kerlchen. Ja. Und er hat natürlich auch bei mir gelernt, selbstständig zu sein, seine Leistung zu bringen, das weiß er. Ich habe immer gesagt, du musst beginnen, auch in den kleinen Dingen deine Leistung abrufen zu können. Und es ist auch kein Erfolg. Und wenn du dir das angewöhnst, auch in eher belanglosen Sachen, jetzt nicht in der Schule, sondern überall dein Bestes zu geben, dann wird das irgendwann eine Charaktereigenschaft und dann wirst du das auch überall fortsetzen. Okay. Und ich habe immer gesagt, die besten Ärzte, die ich kennengelernt habe, das sind die genau sind, die Perfektionisten sind und das auch versuchen. Ein bisschen so ist er dann auch, ja, man soll ein Kind jetzt auch nicht den größten Druck machen, aber deswegen habe ich bei ihm das jetzt nicht so unbedingt bemerkt. Also, okay. Aber kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen so war, durch diese Isolationen, doch natürlich, was ich auch weiß, dann auch journalistisch, durch diese Studien, die es gibt, dass die Lernerfolge ja komplett eingebrochen sind, dass man sagen muss, das Bildungsdesaster, vielleicht kommen wir noch darauf hin, dass es ohnehin schon existiert, ist noch enorm verstärkt worden. Es gibt ja Studien, dass, glaube ich, weiß nicht, 37 oder 40 oder noch mehr Prozent Lernverlust dadurch erreicht sind und man eigentlich sagt, diese Kinder haben Jahre verloren. Ja. Wir kommen noch aber auf das Thema, das glaube ich, sagen, gehen wir nochmal, Entschuldigung. Das habe ich bei ihm aber jetzt in der Form nicht bemerkt. Wir kommen dann eh noch einmal bei der Vergangenheitsbewältigung drauf, aber gehen wir wieder zurück zu Ihnen persönlich. Da gibt es noch ein paar persönliche Fragen, die wir wissen wollen. Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass wir haben auch sehr kritische Fragen bekommen, ich bin ganz sicher, dass jetzt einige Beobachter sagen werden, naja, das war jetzt eine sehr politische Antwort, weil
jetzt handeln wir mal die Kinder und die Hunde ab, weil das der Obama immer so gemacht hat. Aber ich kann Ihnen hundertprozentig zustimmen, speziell was also das Thema mit den Kindern betrifft. Aber es ist für nicht alle Kinder halt so einfach. Nicht? Und Das, deshalb genau hat das mein ist der Punkt. Das Standpunkt. hat jeder. Die starken Kinder kommen dann natürlich leichter durch und ich kenne genug, die also sehr, sehr gekämpft haben mit den ganzen Ganz sicher, Maßnahmen. das Nicht? ist mit Sicherheit der Fall. Ja. Ja, ich möchte dann vielleicht ein bisschen umschwenken zu der politischen Seite. Jetzt haben wir doch, also für mich war sowohl das mit dem Kind als auch mit den Hunden neu, da haben wir auch was Geidämmtes. Das war gut so. Ich möchte ein bisschen zum politischen Thema umschwenken. Es haben einige Leute kommentiert, ja, und der ist ja ohnehin eher ganz linkslastig und ja, aber der Tassilo Valentin, der kommt ja von den Schwarzen und also die ganze Bandbreite. Vielleicht können Sie sich selbst ein bisschen charakterisieren. Stehen Sie eher sozialistisch, autoritär oder freiheitlich, konservativ? Wo sehen Sie sich im politischen Spektrum? Obwohl er links-rechts heute nicht mehr eigentlich ganz so ein So ist Thema es. Ich muss schon eins vorausschicken. Das wirklich Neue an dem Wahlkampf war, man musste es erwarten, aber es ist dann doch anders, wenn man dann wirklich im Wahlkampf steht, dass man mit unglaublichen Lügengeschichten und Verschwörungstheorien konfrontiert ist ist. Ja. und von denen man teilweise denkt, das kann doch jemand nicht glauben. Aber es ist dann tatsächlich so. Also wir Und wir haben wollen ja einige davon auch heute ausräumen. sehr gerne, sehr gerne, Ja. das würde ich auch gerne sagen. Vielleicht, wenn wir dann konkret noch darauf hinkommen können, auf das Einzelne eingehen, Ja. zur politischen Frage. Ich habe mich die letzten 10 Jahre in meinen Kolumnen mit den verschiedensten Themen beschäftigt. Das betrifft die Friedenspolitik, die Ukraine, das betrifft die Inflation, die Abschaffung des Bargeldes, das Asylchaos, die direkte Demokratie. All diese Dinge habe ich in der Tiefe bearbeitet als Themen, habe auch meine Lösungsansätze immer dazu gehabt. Und es war interessant, dass ich jetzt vor ein paar Tagen hat mich ein Leser darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, wieso veröffentlichen Sie eigentlich nicht Ihre Artikel von vor ein paar Jahren, um den Leuten zu zeigen, dass sie vieles schon vorausgesehen haben oder vorausgenommen haben. Und das war auch der Fall. Also ich habe mir dann das selber noch einmal angeschaut und bin auf einen Ukraine-Artikel gestoßen aus dem Jahr, glaube ich, 2014 war das. Den hätte ich heute 1:1 abdrucken können. Ich habe damals schon prophezeit, dass die Sanktionen Europa schaden werden, dass sie den Krieg nicht beenden oder verkürzen werden, dass es wahrscheinlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen wird und so weiter. Also das hat sich alles nicht geändert. Und ich erzähle das deshalb, weil wir eine unheimliche Dramatik haben, eine Zuspitzung der Lage, wie man es eigentlich noch nicht geahnt hat. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts spricht von kriegswirtschaftlichen Zuständen, die drohen, vom Ende der Marktwirtschaft. Das sind ja alles Vokabel, die wir in der Zweiten Republik nicht gewöhnt sind, ja, in der Form. Entschuldigung, ich bin der Partycrasher. Ja. Ich muss jetzt reingrätschen, weil das wäre eigentlich schon der Teil 3. Ja. Könnten Sie noch ganz kurz, wenn Sie sich jetzt selber politisch einschätzen, sind Sie links, rechts, Mitte, richtig, falsch? Wo das, sehen Sie das sich? Das wollte ich sagen. Warum erzähle ich das so? Das wollte ich mich, das ist ja mich, natürlich wäre es einfach zu sagen, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin vorne. Ja. Das sage ich auch, sagen viele. Ja. Nein, es ist wirklich so und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Zuspitzung ist so dramatisch, dass ich sage, in den wesentlichen Fragen gibt es nur noch ein richtig und falsch, ein vernünftig und unvernünftig. Das ist mit Parteipolitik oder Ideologie nicht mehr festzumachen. Ich habe immer gesagt, ich verstehe nicht, warum muss ein Sozialdemokrat für Gendern sein und für offene Grenzen? Wieso gilt man als rechts, wenn man ein geordnetes Asylwesen haben will oder Ordnung und Frieden auf den Straßen? Das ist absurd. Und deswegen will ich diese politischen Kategorisierungen so gar nicht haben. Aber bevor ich gesagt hätte, ich sei von der ÖVP oder so etwas, also mitnichten, ich habe zu keiner Partei, weder unterstützt das eine Partei direkt oder indirekt in keiner Weise, auch was immer hochgespielt wird, die Unterstützung durch Frank Stronach, die war insofern da, als ich ihn seit Jahren kenne und als Gesprächspartner schätze und der eine Anfangsfinanzierung gegeben hat. Das hat sich beschränkt auf dieses berühmte Inserat in der Kronenzeitung und eine gewisse Finanzierung, die aber im fünfstelligen Bereich war, die was eingezahlt hat. Das hat es mir auch ermöglicht zu kandidieren, sonst wäre es faktisch gar nicht möglich gewesen, weil sie müssen eine Webseite haben, sie müssen doch einen gewissen Minimalstab haben und haben diese Ausgaben. Mehr war es nicht und ich hätte dieses Geld auch nie entgegengenommen, wenn es inhaltliche Vorgaben gegeben hätte. Und die hat es auch nicht gegeben. Gibt es eine ganz kurze Einhackfrage, ja. weil das ja. auch natürlich ja. gefragt wurde. Bei dieser Unterstützung gibt es da auch, ein Vorwurf auch, ist jetzt ja. nicht ja. richtig oder falsch, aber
Gibt es auch Unterstützung von Dichand und Bänke oder sind die komplett nein, da draußen? In überhaupt keiner Weise. Okay. Im Gegenteil, es war sogar so, das muss ich auch sagen, bei der Kronenzeitung, wenn man das also verfolgt hat, ist es so, dass die Kronenzeitung mir kommuniziert hat, schon von Anfang an, das gab es auch schon vor Jahren, die Regel, wenn jemand politisch tätig ist, dann klar, kann er nicht mehr die Kolumne schreiben, ist auch für mich völlig klar. Selbst in einer Persönlichkeitswahl, es geht ja nicht gegen Parteien, es sind eigentlich Personen, die antreten. Und die Kronenzeitung hat hier sich so zurückgenommen, dass sie sagt, dass wir wollen da ausgewogen sein und da niemanden bevorzugen, dass es mir fast schon wehtut. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, vor lauter Angst, dass man sagt, der Valentin wird so wahnsinnig gefördert, komme ich eigentlich verhältnismäßig wenig vor. Und letzte Woche war eine Geschichte in der Krone Bund. Die kam aber so zustande, weil eigentlich alle anderen Zeitungen bereits Geschichten gebracht haben, nur die Krone nicht. Das war sogar ein Falter, ein Porträt über mich, bis die gesagt haben, naja, das ist jetzt auch komisch, dass wir dich da nicht irgendwie auch zeigen. Und das war aber dann von einer privaten Seite, weil da auch wieder die Sorge war, wenn das jetzt eine politische Botschaft ist, dann müsste man die anderen auch wieder fragen und so. Also deswegen, so kam das alles. Entschuldige, dass ich nur kurz als Vor, weil ich weiß, was jetzt kommt, deswegen will ich das vorweg ein bisschen nehmen. Es ist auch für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr ein großer Teil der Österreicher jeglichen Glauben an das System verloren hat. Mhm. Wir sehen es bei der Wahlbeteiligung in Krems zum Beispiel, wo fast die Hälfte nicht hingegangen ist bei der Bürgermeisterwahl. Und daher gedeihen wirklich die wildesten Gerüchte. Ja. Und ich möchte Sie gleich im Vorhinein vorwarnen, es kommen hier teilweise wirklich Vorwürfe, die aber trotzdem ernst zu nehmen sind, weil die Menschen mittlerweile wirklich jede Art von Gerücht glauben. Und daher wird der Max jetzt wahrscheinlich ein paar Fragen vorlesen, bitte, wo sie abgeklopft werden, wo man normalerweise sagt, was sagt ihr? Aber es ist nun einmal so, wie Sie es gerade gesagt haben, die Leute... Und ich bin auch dankbar darüber, weil das muss man auch sagen. Ja? Das ist auch etwas, was ich in der Dimension auch erfahren musste. Es gibt auch Gegner, wer immer das ist, politische Konkurrenz und so weiter, die gezielt mit Leuten solche Sachen streuen. Die schicken das aus, die haben und dann ist das im Raum und dann denkt man sich, wie Sie richtig gesagt haben, das ist so absurd, das kann keiner glauben. Und dann glauben das doch ein erquicklicher Teil von Leuten und das ist schon unglaublich eigentlich. Also wenn ich zurückkomme, glaube ich, im Vorfeld mal kurz thematisiert, da gab es ein Posting. Also da bin ich schon dutzende Male konfrontiert worden, auch von Leuten, wo ich mir nicht gedacht habe, aber ein so absurdes Inhalt, dass ich mir dachte, aber das kann man doch nicht ernsthaft glauben. Ja. Deswegen, der Max, jetzt glaube ich ein paar Ich möchte kurz das abschließen, die vorherige Frage, weil wir da immer noch keine schlussendliche Antwort haben. Ja. Sie haben die Probleme vorhergesehen, ja, das kann ich bestätigen, also auch von meiner Erfahrung, von dem, was Sie geschrieben haben. Aber für diese Probleme gibt es ja unterschiedliche Lösungsansätze. Ja. Man kann ja sagen, okay, das lösen wir autoritär, wir regeln das, Gesetze, oder ich überlasse es quasi den Bürgern und dem freien Markt. Wozu tendieren Sie hin? Das ist immer eine Frage der Problemlage. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie das Asylwesen hernehmen. Ja, wir sind in einer Situation, aber wenn wir mit dem politischen Teil noch drauf kommen, dass sich das Jahr 2015 sich augenscheinlich zu wiederholen scheint. Ja? Wir haben jetzt Zahlen, zuerst hieß es 40.000, dann 50, jetzt sind 70, jetzt man rechnet möglicherweise schon mit 100.000, die Blaulichtorganisationen zumindest. Und das sind natürlich Dinge, die in der Dimension auf Dauer so nicht weitergehen können. Und da kann es ja nur eine Sache geben, dass man sagt, dieses Europa braucht endlich ein modernes Asyl- und Fremdenrecht nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten. Bis dahin muss man wahrscheinlich nationalstaatlich schauen, was möglich ist. Da komme ich dann auch noch zur Europäischen Union. Weil ich glaube, dass die Chance auf Veränderung in der Europäischen Union noch nie so groß war wie heute. Wenn Sie sich anschauen, die Spanier, die Franzosen wollen Schengen reformieren. Barnier, der selbst EU-Kommissar war und Präsidentschaftskandidat, wollte ein Moratorium haben. Sie haben die Polen. Also es gibt sehr viele Verbündete in Europa, mit denen man sprechen kann und die sicherlich für Veränderungen bereit sind. Ich glaube, auf der einen Seite dieses platte Wort, aber es stimmt schon, jede Krise ist auch eine Chance. Und ich glaube, dass man Europa da wirklich in einem positiven Sinn reformieren kann. Denn der Weg, auf dem sich Europa befunden hat, war kein gütlicher, denn der Austritt der Briten hat uns alle wahnsinnig getroffen. Für mich war das ein Schock, denn Großbritannien war mit Österreich, Holland, Deutschland, Schweden ein liberaler Block in der EU.
Und nicht nur, dass eine der größten Volkswirtschaften uns verlassen hat, sondern auch die Stimmenverhältnisse haben sich verändert. Sie haben jetzt großteils Übergewichte der Krisenländer, was uns natürlich hart trifft und man ja auch bei der Inflation letztlich sieht. Und da gibt es natürlich politische Lösungen. Und Also das wäre aus meiner Sicht ein eher konservativerer Standpunkt, also nicht offene Grenzen, jeder kann kommen und wir nehmen nein, alle nein, auf und nein, das ist insofern nicht möglich, weil die Welt sich verändert hat. ja. Ich glaube, das große Problem des Mainstream, wenn man ihn so nennen will, ist, dass sie diese Zeitenwende noch nicht verstanden haben. Wir sind nicht mehr in der Gastarbeiterdiskussion der 70er Jahre, sondern wir stehen heute vor einer Situation, dass es Studien aus Amerika gibt, dass bis zu 2/3 aller Afrikaner in den nächsten Jahren nach Europa oder in die USA wollen. Also da hat man Umfragen gemacht in 5 Subsahara-Ländern. Und ich meine, wenn man das für bare Münze nimmt, müsste man sagen, bis zu 780 Millionen Menschen sind das. Wie soll das funktionieren? Wir haben auch einen Klimawandel, auch das muss man sagen. Die Küstengebiete könnten schon, man sieht es ja auch an den Versicherungen, viele Versicherer versichern gar keine Häuser mehr, die zu nah am Strand sind. Was machen Sie mit 1,5 Milliarden, bis zu 1,5 Milliarden Klimaflüchtlingen? All das sind ja Zukunftsprobleme, die Darf wir. ich hier bitte Ja. einhaken, weil das ist eine der Fragen, die ja gestern an mich gerichtet sind. Und ich habe es anders verstanden, zumindest habe ich es anders interpretiert, aber in meiner Leserschaft gibt es tatsächlich viele Menschen, die sich auf einen ihrer Beiträge beziehen, die den so interpretieren, dass sie der Meinung sind, die Menschheit sollte auf 200 Millionen Menschen beschränkt sein. Weil Sie in Ihrem Beitrag davon geschrieben haben, nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Ressourcen, so wie wir sie jetzt derzeit ausgeben, nur im Prinzip für 200 Millionen reichen würden. Könnten Sie bitte Ja. klarstellen, was Sie mit diesem Beitrag gemeint haben? Was ich damit gemeint habe, ist etwas Philosophisches unter Anführungszeichen. Ich habe diese Greta Thunberg-Bewegung mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen. Auf der einen Seite war ich froh, dass dieses Umweltthema, das mir persönlich ein sehr starkes Anliegen immer war, wieder in den Vordergrund gestellt wird. Ich glaube, wir müssen verstehen, wir müssen uns ganzheitlich sehen. Wir sind ein Produkt dieser Natur. Wir müssen einen ganzheitlichen Ansatz haben, was das Leben mit der Natur betrifft, was die Bewahrung der Natur betrifft. Auf der anderen Seite glaube ich, und da greifen Thunberg und Co. zu kurz, das wirkliche Problem ist, dass das Zerstörungspotenzial des einzelnen Menschen zu groß geworden ist. Der einzelne Mensch hinterlässt heute einen zu großen ökologischen Fußabdruck und das ist das, was für die Welt so schwierig ist. Das habe ich abgehandelt im Rahmen des Themas Überbevölkerung, um einmal Klartext zu sprechen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, man braucht 27.000 Liter Wasser, um 1 Kilo Schokolade oder um 3.000 Liter Wasser, um einen Burger zu erzeugen. Es gibt ja die verrücktesten Berechnungen. Wenn der Energiehunger so weitergeht, brauchen wir wahrscheinlich 18.000 neue Atomkraftwerke und, und. Das ist ja alles etwas, von dem man sagen muss, wir kommen an die Grenzen des Wachstums, was damals der Club of Rome auch immer gesagt hat. Ja. Wir haben heute die Situation, dass 97% aller auf dem Land lebenden Wirbeltiere, einschließlich Mensch, eben Menschen und seine Haus- und Schlachttiere sind. Es gibt nur noch 3% Wildtiere nach diesen Berechnungen. Das heißt, es kehrt sich alles um. Und das Aber war ein Weckruf meinerseits, um zu sagen, wie kann, und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die ich von keinem Politiker noch gehört habe, wie kann moderne Ökologie gelingen, ohne die Möglichkeiten der Zeit auszuklammern? Kein Mensch, ein Satz noch, kein Mensch will mit dem Chirurgenbesteck von vor 2000 Jahren operiert werden. Jeder will zum Zahnarzt gehen. Aber wie kann das gelingen, ohne nachhaltigste Schäden zu produzieren? und da kommt jetzt mein Aber, das ist der Gegenpol. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel, weil es in so vielen Dingen uns aufzeigt, wie die Dimensionen sind. Nigeria. Nigeria hat jetzt knapp 300 Millionen Einwohner. Durchschnittsalter ist 22 Jahre. Eine durchschnittliche Frau bekommt dort 7 Kinder. Aber die wollen das. Das heißt, selbst diejenigen, die in der Oberschicht, in den Mittel- bis Oberschichten sind in Nigeria, sind für ihre Wahl oder wählen sich selbst eine Mehrkindfamilie. Jedes dieser Kinder, weil Nigeria wird in weniger als 40 Jahren auf 800 Millionen Menschen angewachsen sein. Jedes dieser Kinder, jeder dieser 800 Millionen Menschen hat Recht auf Nahrung, auf Energie, auf Unterkunft, auf Reisen, auf all das, was das Leben, das wir in Europa als selbstverständlich nehmen,
Das möchte er für sich auch haben und nach meiner Auffassung hat er auch das Recht dazu. Also wie kann ich einerseits das Problem lösen, dass diese Menschen einfach das Recht haben, diese Ressourcen zu nützen und andererseits die Ressourcen zur Neige gehen? Das ist eine Frage, wo man als Europa nicht hingehen kann, zumindest nach meiner Auffassung, und ich würde gerne Ihre hören. Haben wir überhaupt das Recht zu sagen, ihr dürft das nicht? Wir haben nicht genug Ressourcen für euch? Ich glaube, das ist insofern ein bisschen eine utopische Frage, weil natürlich wir nicht in Nigeria eingreifen können oder sollen und denen irgendwas vorschreiben können, das ist klar. Aber ich glaube, dass es zur Verantwortung eines Staates gehört, und das ist auch etwas, was mal diskutiert gehört, auch die Bevölkerungsentwicklung im Auge zu halten. Das ist auch die Pflicht jeder Regierung und man kann nicht sagen, das geht mich alles nichts an und die machen das irgendwie, sondern auch dort müssen diese Diskussionen stattfinden. In Europa ist es grundsätzlich so, dass ja die Bevölkerung trotzdem rückläufig ist, es würde für Österreich ja auch zutreffen, denn es gibt jetzt die neueste Studie, glaube ich, von der Statistik Austria, dass wir zwar gewachsen sind, wir sind jetzt 9 Millionen, aber das nur durch Zuwanderung. Hätten wir keine Zuwanderung gehabt, hätten wir um 50.000 Menschen, glaube ich, pro Jahr weniger gehabt. Ohne damit jetzt das Thema Zuwanderung berühren zu wollen, aber der Ernst Ulrich von Weizsäcker hat einmal gesagt, der Ehrenpräsident des Club of Rome, dass die erfolgreichen Volkswirtschaften in Zukunft diejenigen sind, die weniger Menschen haben. Es ist ein Denken der Vergangenheit zu glauben, ein Land muss wachsen, um stark zu sein. Wenn man sich nach Japan schaut, da haben sie die Entwicklung, dass die Bevölkerung eben auch natürlich sich reduziert, weil einfach weniger Kinder geboren werden. Ich glaube da ein bisschen an so einen natürlichen Effekt. Ja. Ich glaube nicht, dass es eine Dekadenzerscheinung ist, dass die Europäer oder Österreicher wenig Kinder bekommen, sondern ich glaube, dass sich das immer an die wirtschaftlichen oder auch technischen Gegebenheiten anpasst. Wir brauchen, überspitzt gesagt, nicht 1000 Erntehelfer, die mit Spitzhacken am Feld stehen. Ich brauche einen Traktor und einen Mechaniker und mache wahrscheinlich dieselbe Arbeit in 2 Stunden. Und das ist es einfach. Und in solchen Volkswirtschaften ist es nicht notwendig, 5 Kinder zu haben oder so etwas. Das ist einfach, und das wird in Zukunft sich noch verschärfen. Wenn man sich anschaut, wie Roboter und Digitalisierung voranschreiten, dann glaube ich, wenn Sie heute einschlafen würden und in 5 Jahren wieder aufwachen, würden Sie möglicherweise diese Welt nicht mehr erkennen. Wir werden selbstfahrende Autos haben, was weiß ich, kleine Flugzeuge, Drohnen, die Pakete zustellen, menschenleere Fabrikssäle und Operationssäle. Das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das wird alles kommen. Nur die große Frage ist, was machen Sie mit den Massen an Menschen, die ihren Job verlieren? Weil natürlich werden neue Jobs wieder nachkommen, aber das ist wieder, kommen wir vielleicht bei der Bildung dazu. Die werden aber im technischen Bereich, wissenschaftlichen Bereich sein. Und die große Frage auch der Zukunft ist dann, was machen sie? Denn man prognostiziert, dass es sehr wenige Jobs geben wird, die ein Roboter nicht besser können wird eines Tages. Und dann haben wir also unheimliche soziale Spannungen. Ich rede von Massenarbeitslosigkeit, aber ich rede auch von Sinnkrisen für Menschen. Denn ein Mensch, der keine Aufgabe hat, ist eigentlich psychisch gelähmt und das weiß ja jeder Langzeitarbeitslose, was für bedauerliche Zustände das sind. Okay. Ja, ich würde da ganz gern ein bisschen einhaken mit ein paar Punkten, die da ganz gut dazu passen. Punkt 1 muss man sagen, dass, und ich stehe da ziemlich diametral zu Ihrer Einstellung, ganz offen. Und das war, wenn ich mir anschaue, eben die Artikel, das sind immer genau jene, wo Sie darauf eingegangen sind, habe ich gesagt, naja, so ganz einfach kann man es nicht sehen. Möchte das vielleicht kurz erläutern und dann danach fragen. Weil ja, es ist ja keine einzige von den Vorhersagen des Club of Rome wahr geworden. Und nicht eine einzige. Und hinzu kommt noch, dass diese ganzen Modellrechnungen, die Sie da auflisten, von ernsthaften Wissenschaftlern ja sehr in Frage gestellt werden. Welche meinen Sie? Modellrechnungen? Ja, Modellrechnungen zur Umwelt, ja, und dem Wachstum und dem Ressourcenverbrauch. Das sind ja alles Modellrechnungen. Man kann ja das nicht messen. Ja, sondern das sind Modellrechnen, wo jemand eine Annahme trifft und stellt ein Modell auf und berechnet dann, ja, wie viel Körpermasse gibt es dann, wie viele Tiere sind das. Also das klingt ganz fürchterlich, ist aber schlussendlich eigentlich nicht wirklich relevant. Und es gibt ja auch eigentlich keinen Beweis zum Beispiel für den effektiven Anstieg des Wasserpegels. Das ist seit 100 Jahren ist das ganz ident rund um die Welt mit ein paar Millimeter pro Jahr, mit leichten Schwankungen in verschiedenen Regionen. Ja. Und also ich sehe es vor allem nicht so, dass jetzt der Beweis angetreten wurde. Und da muss man sehr differenzieren zwischen dem Thema CO2 vom Menschen verursachter Klimawandel. Ja, und ich bestreite nicht,
den Wandel des Klimas in keiner Form, aber wie viel davon hat wirklich der Mensch gemacht. Und dann gibt es natürlich das ganze andere Thema der Ökologie, des Ressourcenverbrauches, des allgemeinen Umweltschutzes und wie man mit der Umwelt umgeht. Also das muss man sehr auseinanderhalten, meiner Meinung nach. Also Ressourcenverbrauch sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche wilden Zahlen, die ich habe, ja, aber zum Beispiel, dass wir so einen starken Ressourcenverbrauch haben, dass wir faktisch, weiß ich, 3 Erden brauchen würden, das ist ja unbestritten. Also diese Dinge gibt es ja. Es ist mir auch, geht mir auch sind, gar nicht so... sind auch Modellrechnungen. Also aber die, ist, die mir schon sehr plausibel erscheinen. Ja, das sind nicht bewiesen. Aber das kann man nur damit man das nicht im Raum stehen lassen. Ich will auch nur eines sagen, was auch zum Beispiel den Club of Rome betrifft. Ja. Es ist jetzt mitnichten so, dass ich seit jeher ein Club of Rome Fan war oder so etwas. Ich sage das nur deshalb, weil ich einmal ein Interview geführt habe mit Weizsäcker, der eben Ehrenpräsident des Club of Rome ist. Und das mich aber dann schon sehr berührt hat. Deswegen zitiere ich ihn auch gerne, weil ich ihn in vielen Dingen irgendwie recht gebe. Weil ich habe das einmal auch genannt vor ein paar Jahren, die Zeitenwende. Und diese Quote, die Sie da gebracht haben, würde ich unterschreiben. Also es ist nicht so, dass ich dem nicht zustimme. Und er sagt eben auch, ja, wenn man vor 100 Jahren mehr Fische haben wollte, hat man mehr Fischerboote aufs Meer geschickt. Wenn du heute mehr Fische haben willst, dann musst du Fisch von Verbotszonen einrichten, weil die Bestände erholen sich nicht mehr. Und das sieht gekauft. Man, also und der, das sieht der Zustand man der Meere in dieser Hinsicht ist katastrophal. Ja. Und die beeinflussen aber auch das Klima. Aber ich will gar nicht auf diese Klimapolitik gehen, weil ich habe auch selbst, ich habe ein Buch geschrieben und habe auch immer gesagt, wie groß der Anteil des Menschen ist, sei einmal dahingestellt. Ja. Aber dass wir schon vor diesen dramatischen Folgen stehen, das ist schon augenscheinlich. Entschuldigung, jetzt muss ich reinkreischen, weil ich muss jetzt wieder zurückkehren, weil Sie kandidieren als unser Bundespräsident. Ja. Ich möchte gern... Dann eigentlich wäre das der Teil 3 gewesen, aber dann ziehen wir diesen Teil vielleicht aus aktuellem Anlass vor. Sie sind stellen wir uns vor, hoffentlich in Ihrem Sinne, wir schauen es uns gespannt an, stellen wir uns vor, der jetzige Amtsinhaber wird abgewählt und Ende Oktober 2022 wird der Herr Dr. Tassilo Valentin als unser Bundespräsident angelobt. Wenn ich mir ansehe, was in Deutschland bereits klar kommuniziert wird, kommt jetzt eine Regierung mit einer grünen Beteiligung hin und sagt, es wird sich im Winter 2022 oder 2023 nicht ausgehen und wir brauchen einen Klimalockdown, weil wir müssen auf unserer Schiene bleiben. Es ist alternativlos. Wenn ich mir Deutschland anschaue, wir sperren die Kohlekraftwerke zu, Atomkraft verzichten wir, Gas verzichten wir verzichten auf alles, was uns die Grundlast bringt und konzentrieren uns, und ich verhehle meine Meinung da nicht, auf die grüne Endzeitreligion, das eine vollkommen unmöglich umsetzbare Illusion ist, aber sie wollen es durchziehen. Und jetzt kommt die österreichische Bundesregierung hin und informiert sie, dass es sich aufgrund des festgelegten Kurses nicht ausgeht und Österreich sich auf einen Klimalockdown, auf eine Rationierung von Strom einstellen muss. Wie reagiert der Bundespräsident Valentin? Grundsätzlich ist es so, dass die, muss man vorausschicken, ja, dass ich immer gesagt habe, dass parlamentarische Mehrheiten zu berücksichtigen sind. Die Souveränität des Parlaments ist unantastbar und auch der Wille des Wählers. Und es steht einem Bundespräsidenten aus meiner Sicht grundsätzlich nicht zu, Wahlergebnisse beeinflussen zu wollen. Das, was Präsident Van der Bellen gesagt hat, noch bei seinem ersten Antreten, mit dieser Partei nicht oder den gelobe ich nicht an, das wird man von mir niemals hören. Ich glaube aber schon, dass er als auf Bundesebene direkt demokratisch gewählte Person ein entsprechendes Gewicht hat. Und wenn er wirklich so unbedeutend wäre oder nur ein Kommentator wäre, dann wüsste ich nicht, wozu man in der Verfassung diese Position überhaupt vorgesehen hätte. Das heißt, es ist aus meiner Sicht von den Verfassungsvätern durchaus gewollt gewesen, dass es hier im Fall des Falles ein Gegengewicht ist. Und ich habe immer gesagt, wenn wir in Zustände kommen, die Extremszenarien darstellen, dann hat der Bundespräsident auch die Möglichkeit zu handeln. Das kennen wir. Wie das, die sogenannte, ich komme gleich darauf, die sogenannte Entlassung, die aber nicht eine Erfindung jetzt ist im Wahlkampf als Wahlkampfschlager oder sonst etwas, sondern eigentlich ja vorgesehen ist genau für den Notfall. Meine Herangehensweise, und deswegen finde ich Fragen sehr hypothetisch in diese Richtung. Ja. Ich sage auch warum. Ich glaube, dass diese Republik daran krankt,
dass wir einen etablierten Politikbetrieb haben, der auch von der Opposition umfasst ist. Das ist, wenn dort jemand sitzt, der als Berufspolitiker tätig war, der da irgendwie diesen Betrieb kennt und wie man weiß und wie man da mitmacht, dann verhält sich eine Regierung, wie sie sich verhält. Aber wenn dort jemand sitzt, der unabhängig ist und von dem man weiß, ich sage es mal volkstümlich, der backelt da nicht mit, ja, der ist jetzt nicht Teil dieses Systems, sondern der schaut sich das objektiv an, dann glaube ich, dass eine Regierung auch von vornherein anders arbeitet. Okay, Entschuldigung, da machen wir es ganz konkret. Ja. Vorige Woche und die letzten zwei Wochen, stellen wir uns vor, die Wahl ist geschlagen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Hofburg, nicht rauchend, wie ich gesehen habe, sitzen in der Hofburg, haben zwar den Hund mit, aber nicht rauchend. Und Sie bekommen in den letzten Wochen mit, dass die Regierung Ihnen berichtet, der Kanzler und die zuständige grüne Energieministerin berichtet Ihnen, dass die Österreicher im Winter 2022 ruhig schlafen können, weil unsere Gasspeicher sind zu 70% gefüllt. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall 4 bis 5 Monate über den Winter. Und dann kommt die SPÖ ganz konkret diese Woche und macht eine Anfrage an die Energieministerin. Und die Energieministerin muss zugeben im Parlament, dass von den 70% unserer Speicher uns nicht einmal 20% selbst gehören. Der Rest gehört unseren europäischen Nachbarn. Was machen Sie als Bundespräsident, wenn Sie draufkommen, dass die Energieministerin und die Regierung Sie und das Volk glatt belogen hat? Jetzt, die Woche. Was hätten Sie die Woche gemacht? Ich hätte mir den Kanzler und die jeweilige Ministerin jedenfalls vorgeladen. Ich hätte eine Aufklärung ersucht, wie man zu solchen Informationen kommt. Und ich würde von der Regierung erwarten, ein glaubhaftes und zwar den Denkgesetzen entsprechendes Konzept auf den Tisch zu bekommen, wie man aus Krisensituationen rauskommt. Und wenn es draufkommt, dass es stimmt, wenn die zu Ihnen kommt, die Gewessler, die Frau Minister Gewessler kommt zu Ihnen, Sie schauen dir in die Augen, sagen, stimmt das? Du hast vorige Woche mich informiert, dass wir zu 70% voll sind und du hast mir nicht gesagt, dass von den 70% uns nicht einmal 20% gehören. Was machen Sie mit der Frau Ministerin Gewessler? Ist das ein Fehler, der einen Bundespräsidenten veranlassen sollte, personelle Konsequenzen zu ziehen? Oder ist da noch ein Gespräch, eine Chance? Wie würden Sie reagieren? Der Bundespräsident kann ja einen Einzelminister nicht entlassen. Das geht ja nur auf Vorschlag, beziehungsweise die gesamte Regierung. Das muss man ja wissen, dadurch ist das schwierig. Das sind die Fragen, die an uns herangetragen werden. Weil sich die Menschen vorstellen, das ginge in dem Sinn nicht. Was man auch wissen muss im politischen Geschäft, wenn man, ich will das jetzt nicht verharmlosen, auch nicht dieses Beispiel, aber ich habe mal geschrieben, wenn man Fake News konsequent verfolgen würde, dann müsste man also wahrscheinlich faktisch jeden Sozialminister verfolgen, denn jeder, der heute sagt, die Pension ist gesichert, verbreitet möglicherweise Fake News. Also ohne das kleinreden zu wollen oder zu beschönigen, dass da irgendwie wilden Informationen auch von Regierungsmitgliedern verbreitet werden, ist die eine Sache. Ja. Natürlich ist das auch etwas, wo ein Bundespräsident mahnend einwirkt und das, diese Zustände abzustellen hat. Aber ich glaube, was diese massive Notbremse wirklich auslösen kann, ist nur etwas, wenn wir in einer Situation sind, ich sage jetzt Stichwort kriegswirtschaftliche Zustände, die man nicht mehr hinnehmen kann. Ich würde aber auch nicht so sein, dass man sagt, das muss man ehrlicherweise auch sagen, ich hau den jetzt raus wie im Wilden Westen, denn letztlich muss es eine Kooperation geben. Wir haben, was ich vermisst habe, auch bei Van der Bellen, obwohl man immer behauptet hat, er hat das so toll gemacht, das habe ich überhaupt nicht gesehen, sondern es muss ein Zusammenspiel geben zwischen Hofburg, Ballhausplatz, Parlament, gegebenenfalls Volksabstimmung, auch was Neutralitätsfragen betrifft. Und da ist es mir natürlich lieber, dass man mit einer Regierung kooperieren kann und dass das ein vernünftiges Arbeitsverhältnis ist. Es geht ja nicht darum, den wilden Mann zu spielen, sondern dass dieses Land ordentlich regiert wird von ordentlichen Leuten. Natürlich muss ich ein Parlamentsergebnis akzeptieren. Aber was ich schon verlangen würde, und da wäre dann die Notbremse zu ziehen, wenn Zustände einreißen, die im Extremszenario sind und ich sehe, dass trotz einer Fristsetzung eine Regierung mir nicht einen Vorschlag vorlegen kann, von dem ich sage, das geht, das könnte gehen. Und damit meine ich nicht einmal eine politische Bewertung, sondern eine Bewertung im Sinne der Denkgesetze, ja, so könnten wir das Problem in den Griff bekommen. Es haben ja da verschiedene Kandidaten schon angekündigt, dass sie da sehr konsequent handeln würden. Und wie sehen Sie das, wenn es jetzt so scheinbar weitergeht, wie es weitergeht, gehen wir nicht auf bessere, sondern auf schlechtere Zeiten zu.
Und es ist der Usus, dass die Regierung ihren Rücktritt anbietet zur Wahl des Bundespräsidenten. Wären Sie da dafür, eine Neuausrichtung der Politik dadurch zu fördern, oder sagen Sie, die sollen einmal weiterarbeiten? In der jetzigen Situation. Ja. In der jetzigen Situation, das käme darauf an, muss ich tatsächlich sagen, wie die Zustände sind. Ja? Derzeit könnte man einer Regierung noch einmal sagen, ich setze euch eine Frist, weil noch ist das Schlimmste noch nicht passiert. Wobei wir ja jeden Tag sehen, dass die Zuspitzung immer stärker wird. Ja? Und das müsste man wirklich zum gegebenen Zeitpunkt dann beurteilen. Aber ich halte nichts davon, von vornherein solche Ansagen zu machen, weil diejenigen, die sowas sagen, sind Personen, die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nie in die Verlegenheit kommen, Bundespräsident zu sein. Die können heute alles versprechen, das dürfen die Leute auch nicht vergessen. Das mache ich nicht, ich könnte es mit leicht machen und sagen, ja, das mache ich. Nein, ich glaube, was die Leute wollen, ist, dass dieses Land auf verlässlich und gut regiert wird. Und sie haben auch ein Recht darauf, aber sie haben auch ein Recht darauf, dass eine neue Politik da ist, die kraftvoll ist und energetisch ist und sagt, wir packen das an. Durchaus in einem gut gemeinten kooperativen Sinn, aber nicht als Kumpan, aber natürlich auch im Notfall als Gegengewicht und als jemand, der die Notbremse ziehen kann. Darf ich da ein bisschen Eigenwerbung machen, kurz? Der Max und ich haben vor, in den kommenden Wochen mit einer Gruppe von Menschen, die uns in der Frage eines offenen Briefes bei den Sanktionen unterstützt haben, ein Volksbegehren zu starten, das in Zukunft Führungspositionen in der Republik prinzipiell nach dem amerikanischen Vorbild nur nach öffentlichen Hearings vergeben werden dürfen. Es ändert zwar nichts an den Mehrheitsverhältnissen, aber du kriegst nicht jeden, Entschuldigung, jetzt volkstümlich gesagt, du kriegst nicht jeden Deppen durch. Würden Sie als Bundespräsident eine Bundesregierung angeloben, von wo Sie die einzelnen Personen als gegeben bekommen haben und plötzlich haben Sie einen keine aktuellen Pfeile zu nennen, plötzlich haben Sie einen Finanzminister, der kein Wort Englisch spricht, dafür Rapid-Präsident war. Sie haben einen Verteidigungsminister, der Ihnen präsentiert wird, der einen Eid geschworen hat, sich nicht einmal in der Lebensgefahr mit der Waffe zu verteidigen. Oder Sie haben eine Verteidigungsministerin, die sich bis jetzt mit Agrarförderung beschäftigt hat. Wie reagieren Sie als Bundespräsident, als zukünftiger Bundespräsident Valentin, wenn eine Regierung aufgrund ihrer Mehrheit zu Ihnen kommt und Ihnen eine Ministerliste hinlegt? Ich glaube, das würde ich schon mir vorbehalten, dass man sich die Leute genau anschaut und dann auch natürlich ein Gespräch führt mit dem jeweiligen künftigen Kanzler, also wen er da wirklich vorschlägt. Wie anschauen? Naja, Lebenslauf, Qualifikation und so weiter. Ja. Wären Sie für ein öffentliches Hearing? Ein öffentliches Hearing ist sicher keine schlechte Idee. Würden Sie so eins einberufen? Das Recht hätten Sie. Sie könnten das öffentlich machen. Sie könnten also, den Menschen hinstellen, fair, so wie wir das jetzt machen. Ich muss nur eines sagen. Ich täte mir jetzt leicht zu sagen, ja natürlich. Ja. Ja? Ich gebe nur eines zu bedenken. Natürlich ist es so, dass Sie mit Leuten zusammenarbeiten müssen. Ich denke jetzt mal für den Kanzler. Ja. Mit denen sie halt arbeiten können. Ich habe das oft erlebt, ich war selbst Assistent an der Uni, da gab es dann gewisse Beauftragte für alle möglichen Fragen, die gemeint haben, der nicht, sondern der soll das jetzt werden, solche Dinge. Und das ist natürlich insofern problematisch, weil jeder das Personal haben muss, mit dem er arbeiten kann. Dass natürlich in der Politik Negativauslese herrscht, das wird ein Bundespräsident schwer abstellen können. Ja. Letztlich ist die Grenze dann dort erreicht, wie ich es gesagt habe. Ja. Wenn die Unfähigkeit so groß ist, dass die Zustände untragbar werden, dann habe ich eh gesagt, wie das zu handhaben ist. Aber um es offen zu sagen, sie tun es natürlich sehr schwer. Ja. Denn sie haben Wahlergebnisse zu akzeptieren, auch die Souveränität eines Parlaments. Und da tun sie sich sehr schwer, wenn jetzt nicht Gravierendes gegen eine Person, gravierende Bedenken da sind, zu sagen, das habe ich nämlich immer als äußerst ungut empfunden, wenn sich zum Beispiel ein Präsident auf einmal einmischt und sagt, also. Aber genau das haben wir gehabt. Ja. Genau das war in der Regierung Schüssel 1 mit Schwarz-Blau, wo der Christi sich geweigert hat und wo er einfach gesagt hat, der Blaue und der Blaue und der Blaue nicht. Der jetzige Bundespräsident geht zum Beispiel hin und sagt den Herrn Kickl, obwohl der Beamtenstab sagt, das war einer der besten Innenminister, den Herrn Kickl würde als Minister nicht mehr angeloben. Also das heißt, die vergangenen Bundespräsidenten haben sich immer das Recht herausgenommen, so Einzelne herauszuschießen. Entschuldigung, dass ich nur den Satz einführe, wenn ich zuschaue, wie mir eine Ministerin als Wirtschaftsministerin präsentiert wird, die vom Land Afrika spricht,
wenn mir ein, jetzt gehen wir um nicht nur auf Österreich zu bleiben, wenn ich im Fernsehen sehe einen Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist, oder eine Außenministerin, die sagt, was die Leute da haben, denken, ist mir wurscht, dann muss doch auch der einzige vom direkt von uns gewählte Repräsentant des Volkes, das ist der Bundespräsident, alles andere wird indirekt gemacht, dass die Möglichkeit haben einzugreifen. Sehen Sie das anders? Ich sage nur eins, ich habe das einmal in einem Interview gesagt, dass das Bildungsdesaster mittlerweile in den Regierungen Europas angekommen ist. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Aber das haben Sie in der Hand. Naja, nicht ganz. Ja. Denn die Wahrheit ist, ich habe das erlebt, als ich Universitätslehrer war, ja, dass ja vieles aus der Schule, von dem man gedacht hat, das haben die Schulen abgehandelt und die Leute haben einen gewissen Standard, das nicht so war und die Universitäten sollen das auf einmal auffangen. Und da sind sie mit einer fast unbewältigbaren Aufgabe konfrontiert. Und das ist halt natürlich sehr, sehr schwer. Ja? Also natürlich, wenn jemand derartig unqualifiziert ist, dass man sich wirklich fürchten muss und sagt, der kann nicht das oberste Verwaltungsorgan sein, dann ist man verpflichtet einzuschreiten. Was mich aber am meisten gestört hat in der Vergangenheit, war, dass das ja weniger auf die fachliche Kompetenz ging, sondern mehr aus irgendwelchen politischen Motiven heraus Leute abgelehnt wurden. Und da wäre ich besonders heikel. Weil ich sage, letztlich ist der Wähler der Souverän, wenn diese Partei gewählt wurde und gewisse Protagonisten, dann muss ich das zum gewissen Grad auch zur Kenntnis nehmen. Ich lasse da trotzdem noch immer nicht locker als das letzte Mal. Deswegen frage ich noch einmal ganz konkret nach, denn jetzt, wir haben jetzt am 9. Oktober als Bürger zum ersten Mal seit langem, aber vor allem die einzige Chance, einen Repräsentanten direkt zu wählen. Ja. Wir vertrauen Ihnen. Ich vertraue Ihnen, er vertraut Ihnen, die Techniker hier vertrauen Ihnen unsere Stimme an. Und ich möchte eigentlich einen Menschen haben, wo ich mir denke, der erhebt in meinem Namen die Stimme und zerreißt die Liste, wenn ein Verteidigungsminister Ihnen präsentiert wird, der vor einer Kommission seine Hand auf die Bibel gelegt hat und gesagt hat, ich schwöre, ich werde keine Waffe in die Hand nehmen, nicht um mich zu verteidigen. Den kann keine Regierung als Verteidigungsminister vorschlagen. Und meine Frage wäre, sind Sie dann der Repräsentant oder sehen Sie sich als der dann sagt, das geht nicht und streicht den von der Liste? Oder sehen Sie Ihre Rolle nicht als derjenige, der dann zum Schluss die Reißleine ziehen könnte? Ich denke, so wie ich es gesagt habe, wenn die fachliche Kompetenz wirklich so niedrig ist, dass man fürchten muss, dass er zur Ausübung des Amtes nicht befähigt ist, dann gibt es jedenfalls Handlungsbedarf. Ich sage es jetzt einmal in der Form. Wir schauen jeden Tag zu. Das gibt es mit Sicherheit. Aber das ist natürlich alles in gewissen Grenzen. Ich möchte jetzt ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen. Okay. Ja? Nur weil jemand, ich bin selber Reserveoffizier, ja, also das muss ich auch sagen, aber nur weil jemand, sagen wir, keine militärische Ausbildung hat, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass er ein schlechter Minister ist. Richtig. Und deswegen sage ich, das ist, kann man so von vornherein auch nicht sagen. Ja? Aber manche Leute wachsen in ihrem Amt. Das gibt es auch. Er hat geschworen, dass er keine Waffe angreift. Ja, also ich würde jetzt das, ich glaube, wir haben verstanden, dass Sie das sehr differenziert, je nach Situation, sich anschauen würden und hier keine wie gesagt, ich täte mir jetzt leicht, eine Aussagen gefällige Antwort zu geben. Aber ich weiß, dass mich das selbst unheimlich gestört hat in der Vergangenheit, dass man sich anmaßt, eigentlich Leute, die einem so nicht nach dem Geruch sind, irgendwie da mit irgendwelchen Argumenten wegzukriegen. Okay. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, waren ja alle keine fachlichen. Das war ja eigentlich im Großteil irgendwie politisch, charakterlich, wo man da irgendwie... Mit solchen Dingen bin ich vorsichtig. Man kann den Menschen schon eine Chance geben. Ich sehe den Handlungsbedarf wirklich in der Extremsituation. Das muss man auch sagen. Ich würde nur einwenden, bevor ich dann auf einen anderen Punkt zurückkommen möchte, dass Sie gemeint haben, also das Parlament und die Stimmen der Wähler hier also in den Vordergrund zu stellen, das sehe ich natürlich vollkommen richtig. Nur die Wähler können ja die Minister nicht wählen. Nein, das ist sowieso nicht. Also aber hier geht das es ist ja gar nicht darum, dass der richtig. Bürger hier irgendeinen Einfluss Nein, hat. Nein, das hat er nicht, aber er vertraut halt einer Partei das an. Das sind wir bei einem anderen Thema. Das sind wir bei einem anderen Thema. Aber ich glaube, der Kreisky hat einmal richtigerweise gesagt, prüfen Sie bitte eine Partei und Ihre Versprechen darauf, ob sie Ihre Versprechen bereits in der Vergangenheit eingehalten hat. Ja. Und da ja, muss man halt selber... Da haben wir nicht viel über zum Reden. Da haben wir nicht viel. Da haben wir nicht viel. Ich möchte kurz zurückkommen. Sie haben da ein sehr, weil das auch zu einer dieser Fragen war, Sie haben ein sehr dystopisches Bild von der Zukunft gemalt. Mit der Überbevölkerung und mit allem, was da auf uns zukommen könnte, mit Industrialisierung und Automatisation und dergleichen und so fort. Und das
deckt sich eigentlich hundertprozentig mit dem, was so Gruppen wie das World Economic Forum propagieren. Und dort bestimmte Leute wie ein, ich weiß nicht, Sie kennen ihn sicher, den Noel Harari, der also genau das vorhersagt und sagt, was werden wir mit diesen vielen 100 Millionen, Milliarden Menschen machen, die dann für nichts mehr sind. Haben Sie da eine Beziehung, wenn Sie jetzt sagen, das ist jetzt, Sie unterschreiben das, haben Sie irgendwelche Beziehungen zum World Economic Forum Nein, oder nein, waren Sie jemals auf einer nein, Veranstaltung oder? niemals, war nie dort, habe keine Beziehung dorthin und eigentlich eine gewisse Schockbeziehung, weil ich sogar in einem eher negativ konnotierten Zusammenhang erwähnt habe. Es gab so ein Video, das vertrieben wurde vom World Economic Forum. Es ist das Jahr 2030, ich habe kein Eigentum, ich werde total überwacht, glaube ich, so sinngemäß. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Sie aber werden nichts besitzen, Sie Sie werden werden nicht aber glücklich glücklich sein. Es sein. werden glücklich sein. Ich habe so ungefähr das. Und ich habe mich darüber also äußerst kritisch geäußert. Also das ist sicher nicht der Weg, den wir gehen sollten. Und mir geht es auch nicht darum, Menschen zu reduzieren oder so etwas. Und es ging mir einfach nur darum, dieses Problem aufzuzeigen. Und das war einer der Leserbriefe, auf die ich besonders stolz war. Das war vom Irenaeus Eibel-Eibelsfeld, der große verstorbene Verhaltensforscher, der mir recht gegeben hat und gesagt hat, stimmt, wir sind zum ersten Mal seit dem Steinzeit in der Steinzeit in der Lage, unser Umwelt nachhaltig beeinflussen zu können. Er sagt aber nur, er sieht uns nicht als Parasiten. Das war ein Zitat, das ich von Hans Dichand damals gebraucht habe, dass wir zu zerstörerischen Parasiten geworden sind, sondern er sagt, dass sein Glaube an die Menschen und den Fortschritt und den technisch-ökologischen Fortschritt so groß ist, dass wir Lösungen finden werden, um das in den Griff zu bekommen. Und das sehe ich ja auch hoffnungsfroh. Aber trotz allem muss man schon mit der Vehemenz das Problem zeigen. Das war nichts anderes, aber dass ich Ja, sage, aber die mein, Leute können reduziert oder so. ich kenne den Artikel von Ihnen und Sie sprechen ja auch zum Great Reset mit Skepsis, was da uns vorgeschlagen wird. Aber es war eine der Fragen, ob Sie da Natürlich. irgendwelche Nein, Verbindungen in haben, keiner weil Sie Weise. eben eigentlich dieses Thema In keiner Weise. wiedergeben. Nein, in Ja. keiner Weise. Aber Aber ich sehe das. möchte ich da nur anhängen gleich, weil das gleich das nächste Thema ist und mir auch jemand gesagt hat, das würde ich wirklich gern wissen, weil wir ja, auch wenn es jetzt nicht sozusagen direkt jetzt Ihr Kontakt jetzt zum WEF ist, aber es gehen bei uns in Österreich ja kontinuierlich irgendwelche Top-Leute, sowohl Klaus Schwab als auch George Soros und viele andere ein und aus, haben viele Kontakte mit unseren Politikern und viele Leute haben ganz einfach das Gefühl, immer wenn die vorbeikommen, dann werden nachher sozusagen deren Interessen höher angeordnet als das, was für uns Österreicher wichtig ist. Wie sehen Sie diese internationalen Verflechtungen zur österreichischen Politik? Das kann man schwer beurteilen. Ich glaube, natürlich gibt es bedeutende Player international. Man sieht ja auch heute, dass Finanzinstitutionen immer stärker werden. Man braucht nur die Rolle der Europäischen Zentralbank sehen. Prozesse werden vielfältig beeinflusst von vielen Akteuren. Aber ich glaube, dass es doch überschätzt ist. Ja, also ich persönlich habe zu den genannten Personen keinen Kontakt. Auch nicht, nicht Sind wieder. Sie Mitglied des Project Syndicate? Nein, also Das ist nur eine der Fragen, die mir nein, gestellt worden überhaupt sind, nicht. Nein, nein, nein. weil das ist genau, was der Marx Nein, angesprochen hat. Das überhaupt ist nicht. diese, die George Project, Soros. diese George Soros Zusammenfassung der Organisation. Project Syndicate ist eine Zusammenstellung, das ist nur für die Zuschauer. Das ist ein Zusammenschluss, sie nennt sich auch The World's Opinion. Das ist ein Zusammenschluss von tausenden Journalisten und hunderten Medien, die eine bestimmte Richtung verfolgen. Daher kommt auch die dritte Frage, auch wenn Sie jetzt vielleicht lächeln werden, aber viele unserer oder die meisten, eigentlich stimmen Gewichtung, die meisten der Fragen, die an mich gegangen sind, sind, sehen Sie sich selbst eigentlich als Systemkandidat? Denn die Menschen mutmaßen, man hätte sie aufgestellt, wenn der Herr Dr. Van der Bellen den Bogen überspannt hat und nicht mehr gewählt worden wäre, braucht das System einen zweiten Kandidaten und der wären Sie. Nein, Wie nein, antworten Sie? nein, das ist absurd. Ja, also ich bin sicherlich nicht irgendein Systemkandidat. Ich habe keine einzige Partei, weder direkt noch indirekt, unterstützt mich. Also das ist vollkommen absurd. Das sind doch diese Verschwörungsmails, die da kursieren. Also kann man Ich nur. musste die Frage Nein, stellen, ich das kann ich wollte die nur, Frage also stellen. es ist absolut nicht der Fall. Also das Damit haben wir ja, das vielen Thema. Dank. Auch, ja. Da ist gleich ein weiterer Punkt, der genauso relativ einfach zu beantworten ist. Es gibt auch viele, die behaupten, dass sie Mitglied bei irgendwelchen Freimaurerlogen sind. Also nirgends Mitglied, also Golfclub. ich bin
ruhendes Mitglied beim St. Georgsorden. Das war aber eigentlich eine Sache, da bin ich über einen Klienten, lieben Freund hingekommen. Das war eher so ein anwaltliches Netzwerk heraus. Ich glaube, es gab einmal Vorwürfe, dass er blau unterwandert ist. Jetzt gibt es die Vorwürfe, ich weiß nicht, was alles ist. Das ist irgendwie, ich glaube, Norbert Hofer war Mitglied, das ist, glaube ich, sogar Schlögl, der ehemalige SPÖ-Innenminister, das ist, glaube ich, Ruprechter. Das ist eigentlich ein sehr buntes Also da muss ich in Publikum. die Bresche springen für Sie. Ich kenne einige Mitglieder des St. Georgsorden, Das ist aber meine einzige, die ich persönlich dem auch nicht, über ja, jeden das ist Zweifler über haben jede. sind. Aber die Frage des Freimaurer, die kommt Also sonst bin ich tatsächlich nirgends, oft vor. nein, ich bin sonst nirgends Mitglied. Okay. Das ist ja noch nicht unbedingt eine von vornherein eine negative Nein, überhaupt nicht. Qualifikation, aber Nein, die Leute wollen es wissen. nein, aber das ist, und Also, das kann ich mit klarem Nein beantworten, ja. okay. Ich möchte ein bisschen eingehen auch auf Ihre journalistische Tätigkeit, die ja doch zu Ihrer Darf ich vielleicht Popularität noch was geführt hat. sagen zu Ja, diesem bitte. Ja, klar, Establishment oder bitte. Dingsmail? Der Systemkandidat. Das war dieses E-Mail, das möchte ich jetzt auch noch vielleicht für die Zuschauer sagen. Da gibt es ein E-Mail, das irgendwo herumkursiert, da schreibt einer, der sich natürlich namentlich nicht deklariert. Er hätte so gute Kontakte zur Wahlbehörde und irgendwie 2000 ORF-Mitarbeiter, und er wüsste, warum ich in Ja, zwei genau. Tagen 10.000 Ding, weil ORF-Mitarbeiter, Randy Wagner, was weiß ich was, die Familie Karl-Heinz Grasser oder was für mich hier so irgendwie votiert hätten. Ja. Und das war das Lustige. Da habe ich im Vorfeld gesagt, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht jemand ernsthaft glauben, aus vielerlei Gründen. Zum einen stimmt es nicht. Zum zweiten, als dieses E-Mail virulent wurde, hatte ich noch lange nicht abgegeben. Das war, glaube ich, schon mindestens 2 Wochen, bevor wir das abgegeben haben. Drittens steht auf diesen Unterstützungserklärung keine Berufsbezeichnung. Viertens, schon aus Datenschutzgründen würde, glaube ich, die Wahlbehörde nicht irgendwie mit dem Telefon mitteilen, wer da wie gestimmt hat. Fünftens könnte ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau Randy Wagner, wenn man diese Verschwörung ernst nehmen würde, tatsächlich jetzt zu einer Behörde geht und für mich unterschreibt. Das würde ja sofort bekannt werden. Also gerade wenn sie es unterstützen würde, würde sie wohl nicht unterschreiben. Also das war so. Und der Herr Grasser, der sicherlich nicht, glaube ich, vom System so begeistert ist, wenn man das Gerichtsverfahren anschaut. Also da denkt man, das kann man ja nicht ernsthaft glauben. Aber Herr Dr. es Valentin, sind genau diese Fake News, die. Herr Dr. Valentin, ich kenne das Mail, es wird ununterbrochen auf meinem Blog gepostet. Ich lösche es jedes Mal weg, denn wäre das wahr, dann wären Sie mein Kandidat für die Bundespräsidentenwahl, denn dann wären Sie derjenige, der die Gräben zuschüttet. Ich kenne nämlich auf der Liste, die da aufgelistet ist, mehrere Personen und die sind untereinander dermaßen Ja, spinnefeind. das wäre Wenn die sich auf natürlich. Sie einigen könnten, dann wären Sie der Ja. Brückenbauer schlechthin. Nein, also das Nein, ist dieses absurd. Mail ist Ja, absurd, aber ja. es ist unglaublich. Also Ja, das aber verbreitet sich. die Leute sind zum Teil Verunsichert. verzweifelt und Ja, verunsichert. Die es ist eine wissen, aber es war auch Verunsicherung so, da. dass wirklich, muss ich sagen, Ja. also das E-Mail hat schon seinen Erfolg, Und weil es waren durchaus gescheite Leute, die die das. rechtfertigt verunsichert, Ja. wenn man sich anschaut, was in der Politik vorgeht. Na, natürlich, Ja, das ist eines die also Glaubwürdigkeit. ich will den Leuten, es ist vielleicht nicht ganz sinnvoll, dass man alles, was man hereinbekommt, sofort nimmt und Naja, es sofort ist überhaupt verteilt, aber so eine Sache. Ich habe zum Beispiel bekommen eine Zusendung. Ich spiele mit den Händen, wie ich halt spiele. Also, ja. Hat kommt die irgendwer Raute. behauptet, Wir also haben heute wir haben einen die Frage, Blogbeitrag darüber wir haben die geschrieben. ich hätte Frage die Raute verweigert. gemacht oder was, in das Chef von der Merkel. Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der die Frau Merkel öffentlich mehr kritisiert hat als ich. Ja. Aber es ist wirklich, ich habe mir gedacht, man kann nicht mal die Ich habe Hände so heute halten. einen Beitrag darüber geschrieben, weil Ja. ich habe wirklich so gelacht. Jeder, der einmal ein Rhetorikseminar hat, der weiß, diese Raute wird gemacht mit den Leuten, die am Prinzip, wenn sie beginnen zu sprechen, nicht wissen, was mit den Den Händen Händen machen anfangen soll. sollen. Ja. Und die Raute ist das Zeichen, ich mache dies, ich mache das und dann führe ich es zusammen und bin Bei mir konzentriert. hat es noch ganz andere Ursachen. Ich verhalte mich eigentlich ziemlich natürlich, wenn ich spreche. Und ich habe auch immer schon die Gestik ab und zu so gehabt. Bei mir wurde es dann, also irgendwer muss das fotografiert haben und sogar verdreht haben, dass ich mir auf diese, ja, so stehe ich nicht, aber gut. Das sind halt Darf die ich da Sachen. nur einhaken, weil es passt zum Verunsichert? Ich würde gerne mit Ihnen ein Gedankenspiel spielen. Stellen wir uns vor, Sie wären bei der letzten Wahl angetreten und Sie wären im Frühling 2020 Bundespräsident gewesen. Und Sie werden jetzt der Präsident, der diese Regierung durch die Pandemie begleitet hat. Was hätten Sie anders gemacht als Van der Bellen, der jetzige Amtsinhaber? Also zum einen sehe ich nicht das Vorteil oder das, was man ihm so positiv ansagt, dass er so viele Minister angelobt hat. Ich hätte einem Kanzler schon eine andere Frage gestellt, wenn er einen offensichtlich untauglichen oder überforderten Minister durch den nächsten ersetzt. Das war für mich kein Vorzug. Und natürlich auch in der gesamten Corona-Frage die Frage, wie weit Gesetze verfassungsmäßig
gedeckt sind, Verordnungen da erlassen werden, die dann auf einmal wieder zurückgenommen werden. Wir sehen es auch jetzt mit dem Energiebonus. Ich bin überzeugt, ich persönlich, dass das gar nicht beabsichtigt war, sondern dass wahrscheinlich diese Verordnung derartig schlampig ist, dass das ihnen passiert, ja, dass das auf einmal auf alle ausgestreut wird, ohne dass man hinterfragt, ist das überhaupt gerechtfertigt. Das ist schon, da ist vieles auch im Rahmen der Unfähigkeit zu suchen, glaube ich. Ja, es ist nicht alles Verschwörung. Keine vieles, danke, ja. Danke, lieber Doktor. Ja. Wir streiten uns immer, ob es Idioten oder Ideologie sind. Ich sage, also es ist wirklich, da muss man sagen, vieles ist da wirklich in. Und natürlich, was für mich skandalös war, und das hätte ich als Bundespräsident einen Kanzler nicht durchgehen lassen, dass man öffentlich damals, ich glaube, es war Kurz, gesagt hat, also es ist mir eigentlich egal, sinngemäß, ob das Gesetz verfassungsgemäß ist, dann heben sie es halt auf. Also so geht es nicht. Also ich muss einmal von vornherein ein Gesetz so entwerfen, dass ich mit gutem Grund annehmen kann, dass das vom Verfassungsgerichtshof hält. Sind Sie damit mit dem Verfassungsgerichtshof zufrieden, wie die bis jetzt agiert haben? Oder haben die eigentlich? Ich denke, soweit ist eine ordentliche Arbeit. Ich glaube, die haben, kann jetzt nichts erkennen, was offensichtlich. Das war jetzt eine gemeine Frage, weil der Herr Dr. Valentin, das muss man auch wissen, war auf einer Liste, ja, er hätte Verfassungsrichter werden sollen. Ja, deswegen war es ein netter auch, Ding, aber das wissen nicht alle da draußen. Nein, das ist auch etwas, was immer wieder releviert wird. Diese Liste, die mich eigentlich freut. Denn ich hatte von der keine Kenntnis. Ich hatte zwar schon Kenntnis über den auch beworben, das war für das Verfassungsrichteramt, das war aber kein blauer Vorschlag. Das war eigentlich eine Idee des damals Sebastian Kurz, ja, muss man auch sagen. Aber es ist Vergangenheit. Vergangenheit. Nur das Lustige ist, ich hatte von der Liste keine Kenntnis, erst als im ORF veröffentlicht wurde, dass offensichtlich es von Strache und Kurz eine unterschriebene Liste gab über Personenbesetzung. Und was mich besonders freut, deswegen erwähne ich es eigentlich, bei allen Akteuren, da war glaube ich zwei- oder dreiseitige Liste, standen Parteibezeichnungen. Bei mir stand unabhängig. Und das war eigentlich für mich eine Auszeichnung, dass ich von zwei Parteichefs eine Persil schon habe. Ich würde Sie bitten, die nächsten zwei, drei Fragen mit einem Satz zu beantworten. Ja. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit abgehakt werden, ja, müssen. Wie ist Ihre Einstellung zur Impfpflicht gewesen? Oder ist sie noch? Also ich sage keine Impfpflicht. Freiheit. Wie waren die Schullockdowns, auch für Sie als Vater jetzt? Überschießend, katastrophal, ein Wahnsinn, gut, sinnvoll, nicht anders machbar. Ein Satz? Naja, es war eine schwierige Situation. In vielen Teilen nicht sinnvoll, aber es ist natürlich, wir sehen das jetzt retrospektiv alles, ja. Und ich habe natürlich auch anfangs, wenn man sagt, großer Reset und diese Dinge, das sehr kritisch beäugt. Heute im Nachhinein sage ich eben, wie wir vorher gesagt haben, vieles von dem, was passiert ist, war ja absolute Unfähigkeit. Ja? Also da habe ich in vielen Dingen gar nicht mehr den großen Plan gesehen, sondern die haben einfach irgendwie, die waren getrieben, die haben irgendwie agiert. Und ich sage einmal, nach dem ersten Lockdown sage ich, gut geschenkt, das war eine vollkommen neue Situation, der man ausgesetzt war, aber dann ist es schon immer holpriger geworden und also logisch nicht mehr argumentierbar gewesen. Aber Sie haben das Thema, aber soweit ich das gesehen habe, das Thema generell Impfung und getestete Impfung und Maskenpflicht und solchen Sachen, Sie haben das praktisch nicht kommentiert. Ja. Sie sind ja sonst eher jemand, der doch immer sehr heftig reinfällt. Ich sage ganz ehrlich, warum nicht? Was? Ich habe es nicht kommentiert, weil ich also an sich gegen eine Impfpflicht bin. Und immer der Auffassung war es eine sehr persönliche Entscheidung. Ich habe viele Diskussionsrunden abgelehnt, auch auf Servus TV und so weiter. Ich habe gesagt, ich diskutiere nicht über die Impfung, weil ich gesagt habe, ich bin kein Arzt, ich bin kein Wissenschaftler, ich kann für mich persönlich eine Entscheidung treffen, die ich für richtig halte, aber ich bin der Letzte, der jetzt jemanden anderen vorschreibt und sagt, wie das zu sein hat. Dazu bin ich nicht berufen. Möglicherweise irre ich mich selber, vielleicht bin ich auch falsch informiert. Aber das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich diesen Dingen nicht gewidmet habe und in der Folge auch nicht weiter gewidmet habe, weil ich für mich zur Erkenntnis gelangt bin, dahinter, zumindest aus österreichischer Sicht, habe ich keinen großen Plan gesehen, etwas da zu machen, sondern das war Hilflosigkeit, Getriebenheit, Ahnungslosigkeit. Darf ich eine persönliche Frage, bevor ich es vergesse, anhängen? Meine persönliche Frage in dieser Angelegenheit, wenn Sie gewählt werden würden, repräsentieren Sie nicht nur den Herrn Dr. Valentin, sondern Sie sind der Repräsentant der Republik Österreich. Würden Sie es für angemessen und für notwendig erachten, dass Sie im Namen der Republik sich für die Ausgrenzung der Ungeimpften bei 2G entschuldigen?
Dass ich mich entschuldige, sehe ich nicht. Nicht Sie, der Dr. Valentin, sondern der Bundespräsident der Republik Österreich für das Verhalten der Republik gegenüber 30% der Bevölkerung. Naja, also entschuldigen. Ich denke, dass einmal eine Diskussion offen steht. Und zwar, wie ich immer sage, eine Manöverkritik, wie die Offiziere sagen, dass man doch auch dieses Thema noch einmal abhandeln sollte und vielleicht auch mit einer Regierung bespricht und dass vielleicht in diesem Rahmen auch einmal Klarstellungen erfolgen sollten. Und man durchaus ein Zeichen der Stärke ist, auch Fehler einzugestehen. Und ich glaube, da haben Sie recht, diese Diskussion steht eigentlich aus. Ob das jetzt in Form einer Entschuldigung ist, aber ich denke, dass man doch einmal im Sinne einer Manöverkritik den Leuten sagt, stimmt, da haben wir uns geirrt, das war nicht in Ordnung, diese und jene Punkte sehen wir heute anders. Das ist man, glaube ich, auch aus sozialpsychologischer Sicht den Menschen schuldig, in so großen Fragen. Es ist ja nicht nur die Regierung, sondern es gibt ja da eben eine sehr große Kollusion, behaupte ich einmal, aufgrund von ja, über die Jahre 600 Millionen Euro, 2021 220 Millionen Euro, die an Zeitungen ausgeschüttet wurden. Und die Kronenzeitung hat sich schon sehr hervorgetan bei diesen Hetze. Bei der Hetze gegen die Ungeimpften. Da, Herr Doktor, ich will das, Ihnen ganz das muss man, also ich lasse Ihnen das in keiner Form an. Also nicht persönlich. Ich hätte nur gerne Ihren Kommentar dazu, warum die Medien diese Rolle, die sie als vierte Kraft im Staat eigentlich, als ein Kontrollorgan noch sein sollten, warum die so versagt haben und warum das viele Geld, das hier geflossen ist, dazu verwendet. Naja, also was ich gelernt habe, ist, man kann nicht, also was man oft sagt, die Inserate werden geschalten und die machen dann, was der Schalter des Inserates will, so leicht ist es im journalistischen Alltag dann auch nicht. Ja. Ich kann jetzt wenig dazu sagen, ich kann auch nicht sagen, ich glaube, ich muss auch als ehemaliger Krone Mensch sagen, also Hetze muss ich schon zurückweisen. Ja. Ich glaube nicht, dass das jemand absichtlich Valentin, gemacht hätte. Ich bin von der Kronenzeitung, ich bin ungeimpft. Ich hatte dreimal jetzt schon Covid, ich bin ungeimpft. Ich bin Unternehmer, ich habe in dem Land 10 Millionen Euro Minimum an Steuern erwirtschaftet. Ich bin als Gefährder, als Rechtsradikaler, als Leugner und ich wurde bezeichnet worden und das auch von dem Medium Kronenzeitung. Und ich durfte in dem Land, das ich mit aufgebaut habe oder mit erhalten habe, in kein Restaurant gehen. Ich bin jetzt das Sprachrohr für Hunderttausende, denen so geht wie mir. Ich erwarte mir von der Republik Österreich eine Entschuldigung, weil die Republik Österreich erwartet jetzt von uns, aus dem Widerstand, dass wir mitarbeiten, die Republik aus der Scheiße rauszubringen, in die wir jetzt hineinkommen. Und ich durfte mir keine Schuhe kaufen. Ich durfte meine Mama im Spital nicht besuchen. Ja, gut, das sind ich durfte, ich, und das alles ist verteidigt worden von einer Phalanx an gekauften Medien, die mit hunderten Millionen Euro, und zwar nicht über die Jahre hinweg, sondern ab der Pandemie dazu gebracht worden sind, die Politik zu bestätigen. Und wissen Sie, wer das Original hat? Können Sie sich an den Herrn Fleischmann von Kurz erinnern? Der hat bestätigt in einem Interview, dass ohne die Unterstützung der Medien, also auch ihrer ehemaligen Arbeitgeberin Kronenzeitung, die Umsetzung der Pandemie-Maßnahmen niemals möglich gewesen wäre. Also ich will das diesmal auch auf die persönliche Ebene rüberbringen. Das ist schon richtig. Das sind schon dramatische Ereignisse, aber ich glaube, ohne jetzt dieses Zitat zu kennen, ja, das kann man auch anders sehen, dass man sagt, ich habe jetzt nicht die Medien gebraucht, damit sie den Leuten was vorflunkern, sondern ich habe die Medien gebraucht, als um eine Nachricht zu transportieren. Und jetzt könnte man auch sagen, Klammer auf, ich spiele den Advocatus Diaboli, die ich auch persönlich geglaubt habe. Ja. Also Medien als Sprachrohr ist an sich ja nicht per se etwas Verwerfliches. Die Frage ist nur, für welche Zwecke verwende ich es. Wenn ich sage, das ist dasselbe, was ich immer über die Demokratie sage. Ja. 100% Heilige sind eine heiligen Demokratie und 100% Verbrecher sind eine Verbrecherdemokratie. Oder was ich auch immer ganz gern sage, warum sind Disziplin, Fleiß, Ordnungssinn und solche Dinge Sekundärtugenden und nicht Primärtugenden? Sie sind es deshalb, weil sie für sich keinen aussagekräftigen Wert darstellen. Ein fleißiger Mörder ist etwas Schlechtes, ein fleißiger Heiliger ist was Tolles, ein disziplinierter Mörder ist furchtbar, ein disziplinierter Arzt großartig. Und deswegen sage ich grundsätzlich, dass man sagt,
die Medien sind ein Kommunikationsmittel, weil wie soll ich als Regierung mit den Menschen kommunizieren? Das muss ich ja, deswegen heißen sie ja Medien, es muss über ein Medium gehen, ist an sich per se nichts Schlechtes, aber ich gebe Ihnen schon recht. Ja. Ich denke, dass die Aufarbeitung dieser Zeit notwendig ist. Also man kann sicherlich nicht drüber gehen und sagen, so, das ist jetzt vergessen, sondern da gab es schwere Grundrechtseingriffe und ich finde es, wie ich gesagt habe, im Sinne einer Manöverkritik richtig, dass das noch einmal aufgearbeitet wird und klargestellt wird öffentlich. Es kommt nämlich das aktuelle Thema auf uns zu, denn ich bin der Meinung, der nächste Bundespräsident, und deswegen soll es nicht Van der Bellen werden, ist meine persönliche Meinung, weil er gezeigt hat, dass er es nicht kann, hat die unglaublich schwierige Aufgabe, dieses Land durch die größte Krise zu führen, die wir jemals erlebt haben. Ja. Und das geht nur gemeinsam. Das glaube ich auch. Und wir haben nicht nur aufgrund, aber vor allem auch verstärkt durch die Entwicklung der letzten 2,5 Jahre ein Phänomen, wo ich glaube, dass wir alle drei der gleichen Meinung sind. 40% der Menschen haben sich von der Demokratie abgewandt. Und das ist, ich glaube, da nehme ich Ihre Antwort vorweg, das ist eine Katastrophe. Ja. Aber Sie sind da jetzt, oder Sie wären jetzt, wenn Sie gewählt werden, der direkte Repräsentant und müssten eine Art Heilung versuchen. Sehen Sie das so? Ja. Ich glaube, und da bin ich wieder bei den militärischen Führungsgrundsätzen, es gibt diesen Satz, führen durch Vorbild. Und ich glaube, dass das für die Menschen wahnsinnig wichtig ist, wer steht dort vorne. Ich habe einmal mit Kommunikationsexperten diskutiert, also wie diese Wahlkampfslogans und alles haben sie sich angeschaut von den Konkurrenten und dann hat man mich gefragt, also was so das, die Eigenschaft eines Präsidenten ist. Und ich habe nach kurzem Nachdenken ist mir eigentlich ein Wort eingefallen und das hat sich nicht mehr wegbewegen lassen, das heißt Integrität. Ich glaube, sie wollen einen dort haben, der integer ist. Und ein integrer Mensch wird integer handeln. Es ist immer schwierig, jetzt hypothetisch vorauszusagen, ich mache das und das oder wenn das ist und so weiter. Das sind aber wenn jemand grundsätzlich als Persönlichkeit überzeugt, dann kann man sich sicher sein, dass er auch in einer schwierigen Situation derselbe sein wird. Und sie haben eine Vorbildfunktion. Und ich habe das auch einmal Journalisten gegenüber gesagt, ich sehe auch einen Präsidenten als Ideengeber. Der braucht nicht dazustehen und zu sagen, ich weiß auch nicht, wie es geht, sondern er kann durchaus Ideen und Stichworte geben. Das wird ja dann oft im politischen Betrieb aufgenommen. Und das ist wie in jeder Marktwirtschaft, wenn etwas positiv angenommen wird und nachgefragt wird, dann wird es auch produziert. Und dasselbe ist da auch. Also ich sehe auf jeden Fall eine, auch schon aus einem persönlichen Moment, eine Leitungsfunktion eines Präsidenten. Das hat ja ein Mitbewerber mal gesagt, ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, er würde auf die Hälfte seines Präsidentengehalts verzichten. Dann hat mich jemand gefragt, relativ spontan, würden Sie das auch? Und da habe ich gesagt, ich würde doppelt so viel arbeiten wie er. Ja, also es ist schon die Frage des Vorbildes. Und das ist eben, was mir fehlt. Sie haben heute nicht mehr diese Figuren, von denen man sagt, ja, das ist passabel, so kann man es machen. Ich, wie gesagt, ich möchte ganz gerne ein bisschen noch rund um Österreich schauen, weil ja sehr viel, was da heute mit uns passiert, ja nicht in Österreich gekocht wird, sondern die Suppe kochen andere und wir müssen sie auslöffeln. Dazu gehört natürlich in einem ganz großen Ausmaß die Europäische Union. Und Sie haben da einen Spruch getan, der hat mir sehr gut gefallen. Sie haben über die Ursula von der Leyen gesagt, laut Muhammad Ali, jeder hat einen Plan, bis er eine aufs Maul kriegt. Und den möchte ich wirklich hier wiederholen. Das finde ich absolut genial, den Satz. Und Sie haben das erwähnt, weil Sie eben schon Monate vor den Problemen mit Putin schon die Sanktionen scheinbar geplant hat, was andere Journalisten veröffentlicht haben. Wie sehen Sie die Möglichkeit eigentlich, dass wir uns oder wie wird Europa reagieren? Ich habe jetzt einen amerikanischen hochrangigen politischen Kommentar mitbekommen. Man rechnet damit, dass die EU zerfällt. Und man meint damit jetzt nicht unbedingt, okay, wirklich, jetzt sofort auseinander, aber dass diese Gemeinsamkeit, dass die europäischen Länder sozusagen an den EU-Richtlinien beibehalten und da weiter tun, dass das zu einem Ende kommt. Als Ergänzung, wie sehen Sie die Rolle, also die Probleme der Union und wie sollte Österreich reagieren? Also eine Sache noch zu dieser Sache von der Leyen. Ja. Das war ein Spiegel-Kommentar, der festgestellt hat, man hat schon im, glaube ich, November, Dezember 2021 den ganzen Sanktionsfahrplan entworfen, bis ins kleinste Detail. Ja. Und das ist eben für mich diese Zeit. Ja. Da spielt man Sanktionen, man spielt Kalten Krieg, ohne überhaupt in diesem Bereich politisch oder strategisch Erfahrungen zu haben.
Und es gibt so bei den Offizieren so einen Satz, jeder Plan hält bis zum ersten Angriff. Ja? Genau, bis zum Weil ab ersten dann ist Schuss. alles Bis zum ersten anders. Ja? Schuss. Und ich fand das nahezu amüsant, dass die das so durchdekliniert haben und wahrscheinlich gedacht haben, also so wie Muhammad Ali gesagt hat, everybody has a plan. Ja? Und dann kommt alles ganz anders. Die Russen nehmen durch den Verkauf von Gas und Öl wahrscheinlich jetzt mehr ein als zuvor. Diese Sanktionen werden so wie in Syrien und Nordkorea vermutlich den Krieg weder beenden noch verkürzen. Und das ist eben genau das. Und dann haben sie nicht diese Flexibilität der Führung zu sagen, das funktioniert nicht. Ändern wir das oder überlegen wir uns eine andere Strategie. Nein, man Warum hat man setzt das diese noch fort. Flexibilität nicht? Ich glaube, dass eben das politische Personal, das wir jetzt haben, fachlich sehr, sehr schwach ist. Und der Weitblick fehlt und Und das ist nicht gesteuert durch diese Vorstellung, das ist ja eigentlich ganz gut, dass wir jetzt eine Energiekrise haben, wie das ja auch Habeck gesagt hat. Ist ja eh gut, wenn sich alle mal daran gewöhnen, dass wir nicht so viel Energie haben. das hätte ich eher Das als ist. kleinkindhaft trotzig empfunden. Ich Ja, glaube, das, nur damit Sie wissen, da streiten wir wir zweimal. zwei Ich streiten streite halt das immer. immer, weil ich bin der Meinung, dass man hier gnadenlos Du bist der Meinung, jeder hat der einen Plan, bis man einen auf den Ball kriegt. Windfall Profits ist, dass man gnadenlos als Windfall Profit Ja, sehe das ich genauso. gnadenlos seine eigene Ideologie Ja. umsetzt, indem man die Gelegenheit ausnutzt, das jetzt umzusetzen. Ja, ich glaube was ganz anderes. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Grundsätzlich, ich glaube, dass das denen passiert ist, weil das eine falsche Sanktionspolitik war oder überhaupt nicht durchdacht, was mich auch am meisten gestört hat. Ich habe das oft gesagt, dass man keine Friedenspolitik betreibt, Kriegsrhetorik hat von Leuten, die noch sich vor Monaten wahrscheinlich aufgeregt hätten, wenn sie als Winnetou verkleidet ins in den Kindergarten gekommen wären. Die sind auf einmal diejenigen, die da eine Situation auch befördern, die für uns alle hochdramatisch ist. Und das ist eben dieses Nicht-Eingestehen können, dass man sich geirrt hat. Oder dieses, und das ist eben also geirrt hat im Sinne, ich bewerte das jetzt nicht einmal, sondern ob man jetzt wie scharf man Russland da sieht und sanktionieren will, sondern einfach nur geirrt, meine ich bin in einer Situation, von der ich sehe, die wird diesen Erfolg jetzt nicht bringen, ganz im Gegenteil, die wird mir schaden. Da muss doch jeder normale Mensch sagen, ich muss es ändern, ich muss doch Aber was überlegen. dann Und das müssen wir doch fehlt. von den Ja. österreichischen Politikern verlangen können, dass sie diesen Sanktionen auf österreichischer Ebene ein Ende Warte, setzen. ich mach's noch konkreter. Jetzt wird der Dr. Valentin in der Stichwahl gegen den Van der Bellen als zum neuen Bundespräsidenten gewählt und ist dann der Repräsentant Österreichs und hat in seinem Amtseid die immerwährende Neutralität zu wahren und zu beschützen und die Verfassung. Was macht der Dr. Valentin? Geht der Dr. Valentin hin und versucht einen Friedensprozess, versucht er mit allen, auch mit Putin, zu reden? Was macht der Dr. Valentin, wenn er tatsächlich gewählt wird und im November der Krieg noch nicht aus ist? Und da wird er nicht aus sein. Also aus meiner Sicht jedenfalls Friedensinitiativen. Ich denke, dass das Gespräch mit allen Kriegsparteien unerlässlich ist. Wir sind in einer Situation, dass wir eine Weltkriegsgefahr haben, dass der NATO-Bündnisfall jeden Tag eintreten kann. Das ist gerade auch bei Waffenlieferungen so eine große Frage, ob das nicht ohnehin schon möglicherweise Kriegshandlungen sind. Wir wissen genau, es kann aus militärisch-strategischen Gründen, ich sage jetzt irgendein Beispiel, nehmen wir an, ein Angriff wird geflogen auf irgendeine, was ich sage jetzt mal, Drohnenfabrik, die vielleicht in der Nähe von Polen steht, also auf ukrainischem Boden, Der schießt daneben. und der schießt daneben. So, dann haben sie den Bündnisfall. Und das sind Dinge, die brandgefährlich sind. Deswegen muss dieser Krieg so rasch wie möglich beendet werden. Das Und ist was macht der Präsident Valentin? jedenfalls ich hätte mit der Regierung ein ernstes Wort, was diese Neutralitätsfragen betrifft. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Frage der Sanktionen einer Volksabstimmung unterworfen werden soll. Sollen die Österreicher darüber Und die urteilen? Regierung weigert sich. Was dann? Ich mache es anders. Der Herr Dr. Valentin hat mir vor einer Viertelstunde Zeit, und das ist, finde ich, auch gut, den Spruch, Führung durch Vorbild. Setzt sich der Dr. Valentin nach der Angelobung, dann sind Sie der einzig direkte Repräsentant, der direkt gewählt ist, der die Legitimation hat, wie sie kein anderer Politiker in Österreich hat. Setzen Sie sich in den Flieger und fliegen nach Moskau und dann nach Kiew und zu anderen, wie zum Beispiel perverserweise der Herr Erdogan, der Ja, sich hier als Erdogan. tatsächlich regionaler Player, der die ein, der, dem, das muss man ja auch anerkennen, Erdogan hat die einzigen herzeigbaren Erfolge zur Deeskalation bis jetzt gehabt. Der hat federführend mitverhandelt, dass das Getreideembargo weg Also, ist. Also setzt sich der Dr. Valentin, auch wenn die Regierung nichts tut,
als Leader, als Vorbild in den Flieger und fliegt zum Putin und zum Zelensky und dann zu allen anderen, die willig sind? Also der Bundespräsident hat auch die Möglichkeit, oder eine seiner Funktionen ist die Vertretung der Republik nach außen. Und da würde ich sicher eine aktive Rolle spielen. Das heißt, Sie Ob setzen man es sich so in den Flieger. Sagen kann, ist insofern, weil Sie müssen aufpassen, wenn Sie jetzt so Aktionen setzen, dass Sie sich jetzt nicht zum willfährigen Werkzeug oder so etwas, weil Sie dürfen nicht vergessen, Welcher all dieses kein Spiel, Mensch? ich sage mal, also das müsste natürlich mit Bedacht, müssten Schritte gesetzt werden, das ist klar. Also man könnte jetzt nicht an allen vorbei sagen, ich war dahin. Und man müsste auch sehen, welche Möglichkeiten man dann hat. Ja? Und wie realistisch es wirklich ist, solche Verhandlungen müssen vorbereitet sein, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also das wäre zu einfach gesagt, ich setze mich in den Flieger und gehe dorthin. Dann haben sie möglicherweise auf der einen oder anderen Seite ihre Propagandaerfolge und mehr nicht. Ja? Da Nein, es wird ist ein sie, Symbol. ich sage nur, Es ist ein Symbol. aber aktiv Friedenspolitik zu betreiben, die letztendlich darin mündet, mit den Gesprächsparteien Gespräche zu führen, das sicherlich. Also Würden Sie, für würden mich wäre das ganz essentiell. Ich muss das sagen, Sie haben das Wort Integrität erwähnt. Ich kann dem nur hundertprozentig zustimmen. Und diesen Handlungen effektiv nachzukommen und hier etwas für das Ende der Sanktionen und für den Frieden absolut. wirklich aktiv etwas zu tun, ist für mich ein Zeichen dieser Integrität. Also ich würde mir Selbstverständlich. das hundertprozentig erwarten. Selbstverständlich. Aber Sie Würden dürfen Sie es immer in Putin einem. nach Wien einladen? Auf eine internationale Friedenskonferenz? Wenn ich das Gefühl habe, Er kommt? dass das nee, nicht nur so kommt, weil es könnte schon passieren, dass jemand kommt, um propagandistisch zu so Das verwerfen und zu machen sagen, alle. naja, aber wenn man das Gefühl hat, es dient dem Frieden und es ist vorbereitet, das muss man auch sagen. Also Politik ist ja auch, gerade Außenpolitik, die Bismarck hat immer gesagt, Politik ist Außenpolitik, es ist die Frage der großen Unternehmungen und das muss natürlich alles vorbereitet sein und ordentlich ablaufen. Also das wäre zu einfach gedacht zu sagen, der macht das jetzt und am Schluss enden sie in einem Chaos. Aber selbstverständlich wäre das Ziel, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen. Es wäre auch, finde ich, die schöne Aufgabe des neutralen Landes, glaubhaft zu vermitteln. Und das würde ich mit aller Vehemenz verfolgen, dass endlich Frieden herrscht. Und da führt ein Gespräch mit beiden Parteien nicht herum. Aber im Rahmen einer sauberen, auch ordentlich vorbereiteten Außenpolitik. Das muss man auch sagen. Ja, ich glaube, wir müssen schon langsam ein Ja, Ende finden. ich habe. Ich hätte nur eine Du hast Schlussfrage. eine Schlussfrage, die kannst du dann gleich stellen. Ich ja. hätte gerne noch ganz kurz eine Zusammenfassung. Was ist Ihre Vision für Österreich? Warum sollen wir Sie wählen? Oder warum soll ich Sie wählen? Weil es besser wird. Ich bin überzeugt, dass ich es besser mache als der jetzige. Ich bin überzeugt, dass ich es Das besser ist mache nicht als. sehr schwer, Nein. aber. Also, oh Ah, ja. besser mache als alle anderen, die hier antreten. Ich habe mich seit Jahren mit diesen Themen beschäftigt. Ich habe sie in der Tiefe abgearbeitet. Dass jetzt jeder diesen Themenpool übernommen hat, ist klar. Natürlich sind die virulenten Fragen. Aber viele, wenn sie es beobachten, agieren da mit Schlagwörtern. Ich habe es in Büchern geschrieben. Ich habe meine Lösungen vorgestellt. Ich glaube, dass man dieses Land absolut zum Besseren führen kann. Es gibt einige wenige Schritte, wenn man die setzt, schaut die Sache ganz anders aus. Ich glaube aber auch, dass es nur jemand kann, der nicht aus dem etablierten Politikbetrieb stammt. Das ist einfach die Sache. Das wird niemand anderer lösen können. Es muss ein glaubhaftes Gegengewicht geben, das integer ist, das da auch nicht irgendwelche Hüftschüsse macht und unbedachte Aktionen startet, aber von dem man weiß, dass ein Fall des Falles auch seine Möglichkeiten ausnützen wird. Den man auch nicht irgendwie da einkauft oder sagt, der also politisch da irgendwie vereinnahmt oder wenn wir heute sehen, ich meine, der Präsident van der Bellen war Ex-Grünen-Chef, wir haben die Grünen in der Regierung, also was für ein Gegengewicht ist das dann wirklich, das muss man auch einmal sich fragen, das gäbe es alles nicht. Und ich glaube, dass allein durch diese Konstellation es ein anderes Arbeiten gibt. Eine Regierung wird sich dann auch anders verhalten. Deswegen habe ich auch immer gesagt, bei allen Prognosen, ja, würden Sie das machen, jenes machen, habe ich immer gesagt, das ist eine hypothetische Frage, wenn. Denn ich glaube, wenn da mal jemand dort sitzt, der nicht aus diesem etablierten Politikbetrieb stammt, verhalten die sich auch anders. Ich habe das einmal verglichen mit einer Schulklasse. Wenn Sie wissen, dass der Lehrer durchaus Sanktionen, der gutmütige, kluge Lehrer durchaus Sanktionen setzen kann, dann werden sich ja Schüler anders verhalten, als wenn sie wissen, ich kann nicht rausfliegen. Ja? Und das, glaube ich, wird schon zu einer Änderung führen. Und es geht halt, dass es kraftvoll, dynamisch weitergeht mit uns. Darf ich nur eine taktische Schlussfrage stellen? Bitte. Die gefährliche, das ist immer der Columbo. Ich habe noch eine Ja, ich habe die letzte Frage. Frage. Es ist Ja, einfach genau. eine taktische One more Schlussfrage. thing. Ja. Weil ich die gleiche Frage wir werden, sobald es der Terminplan zulässt, wir haben zumindest die Zusage, dass Ihr Konkurrent, der Herr Dr. Rosenkranz, hier ebenfalls kommen wird und ich werde ihm genau die gleiche Frage stellen.
wenn Sie Dritter werden im Rennen und es kommt zu einer Stichwahl zwischen dem Herrn Dr. van der Bellen und wem auch immer, werden Sie dazu aufrufen, dass Ihre Anhänger, die Sie gewählt haben, im zweiten Wahlgang den Herausforderer wählen? Werden Sie eine Wahlempfehlung abgeben für das Alternativlager? Ich denke, ehrlicherweise nein. Ich sage auch warum, weil ich halte wenig von Personenkomitees und wenig von Wahlempfehlungen. Ich glaube, die Menschen sind mündig, die wissen, können sich ihre Meinung bilden. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass ich jetzt jemandem erkläre, wen er zu wählen hat. Das soll sich wirklich jeder. Wenn ich so restlos überzeugt von allen Kandidaten wäre, würde ich nicht antreten, das muss ich auch sagen. Deswegen sage ich, ich würde keine Empfehlung abgeben und ich bin aber wirklich, und das ist keine Floskel, überzeugt, dass die Menschen wirklich mündig genug sind, um zu wissen, wem sie dann ihr Vertrauen schenken und was dann zu tun ist. Ja, ich glaube, wir sind durch. Danke. Ich habe es sehr, sehr spannend empfunden. Und ebenfalls, danke. Wir haben uns gefunden, ja, konnten also doch viele Fragen durcharbeiten und ich bin mit den Antworten großteils sehr zufrieden. Ich hoffe, unsere Zuseher auch. Auch wenn wir bei Dingen sehr unterschiedliche Ansichten haben, das soll so sein. Ja, das soll uns in keiner Form auseinanderbringen. Ja. Und ich hoffe, kann nur sagen, dass wer immer in Zukunft in diesem Land oben steht, dass dem vor allem eines gelingt und das ist eben wieder diese Gemeinschaft herzustellen und Österreich, diese Spaltung, die wir haben, zu beenden, weil das ist unser größter Schaden. Auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Danke für Ihre Danke für die liebe Einladung. War ein tolles Gespräch. Danke. Ja, herzlichen Dank, liebe Zuseher. Ich hoffe, es war für Sie interessant und wir freuen uns schon auf unsere nächste Sendung, in der wir dann weitere Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl vorstellen werden. Dankeschön und auf Wiedersehen.